Aber sie haben auch bei dem Xenon drauf, oder? Ja. Aber die schönsten Lichter. Ja. Müsste ich bei mir auch mal machen, bei meinem, beziehungsweise in alten Dodge. Wäre auch nicht so schlecht, da einen Xenon drauf zu tun. Was ist mit Niki? Wenn sie einen Turbo reinbauen. Ich glaube, der war noch nicht drin bei mir. Ich glaube, aktuell haben sie nur Chip-Tuning drin, aber... Ich habe Chip-Tuning, Getriebe und Bremsen. Da müsste ich echt mal gucken, was da noch möglich wäre. Turbo wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Der kommt jetzt aktuell, wenn ich ihn durchpeitsche, auf 190. Ja, Turbo ist noch ein bisschen, aber das ist halt extrem wichtig. Ja, ne? Ja, ja. Wenn einer ihn vorbeirast. Ja. Ach so, Lauda. Oh, Niki Lauda. Lauda ist doch von Scooter, oder? Meine ich? Oh, jetzt habe ich schon ihre Hintern auf meiner Motorhaube gesehen, ne? Ach. Was ist eigentlich mit dem weißen Dodge jetzt von dem Herr Red? Ist der jetzt unser Eigentum, oder? Ich glaube, der steht jetzt einfach für immer in der Garage. Okay. Also ja, er kann den auch nicht rausholen, ne? Nee, nee. Okay. Man kann ja nur im Dienst an die Garage. Was halten Sie denn heute davon? Wenn wir jetzt nochmal eben durchsprechen bezüglich Schießen, würde ich heute eigentlich gerne machen, so auf dem Feld, in der Halle und so. Was halten Sie davon, wenn wir das heute mal machen? Ja, ich würde gern mit dem Kess, oder ist auf jeden Fall der Kess jetzt demnächst mal seine Herr Tour Kess spielen. Auf jeden Fall, weil er für den neuen Rang bräuchte er dann auf jeden Fall einen besseren Waffenschein. Aber gerade für die Auszubildenden würde ich mal die Schießübungen angehen. Ja. Würde ich heute vielleicht mal machen. Wir können ja, da, wenn wir das zu zweit machen, nehme ich ja zwei, du nimmst ein, dass du zur Not los könntest, wenn irgendwo ein Einsatz ist, weißt du? Ja. Weil ich habe ja dann nur noch einen Platz frei. Dann könnten wir zu zweit die einzelnen Punkte abfahren. Wollen wir zuerst Parcours oder willst du lieber schießen? Also die müssen beides noch machen, ne? Ja, stimmt, wir müssen alles noch machen. Ja. Aber wollen sie ihr Schießding wieder so machen wie letztes Mal oder haben wir das weiter im Sinn? Ich hatte eigentlich im Sinn, also die gleiche Schießübung wie ich mit den anderen gemacht habe. Damit fangen wir an. Ja. Und dann war ja meine Idee und ihre Idee ja auch, dass wir auf dem Flugplatz zum Beispiel... Barrikaden oder Hütchen aufstellen, wo die halt hinschießen müssen. Mhm. Dass wir die so aufbauen, dass die auch mal gegens Licht schießen müssen. Vielleicht auch von weiter weg, wenn es ein bisschen nebliger ist und so weiter. Vielleicht ein Feldbereich, wo man dann im Feld, also in Hügelgebieten schießt. So und so eine Punkte würde ich mir dann halt raussuchen. Das wollte dann mal so komplett ja, Schießtraining. Wir können auch unten am Flughafen direkt das Sicherheitstraining machen. Das war Sicherheitstraining. Weil da hatte ich auch eine Idee, die ich Ihnen gerne zeigen wollen würde. Ja. Aber ich muss mich erst kurz hinlegen, weil ich habe irgendwie Probleme mit der Welt. Oh, dann warte ich hier auf Sie. Okay. Man wollte mal ein bisschen Action, Jackson. Jetzt, wo Herr Red nicht mehr da ist, kann ich mich immer um die wesentlichen Sachen kümmern. Statt ständig im Büro zu hängen und mir Beschwerden anzuhören. Aber der will mich echt triggern, ne? Ich bin seit 3 Wochen auf dem Server. Ich war in den 3 Wochen. Ich glaube, 2 Mal habe ich was getrunken. Einmal ein Bier. Und bei dem anderen Mal... Ja gut, es ist in Nacktbaden geendet. Dann im Mondlicht und im Eisbachbaden. Aber... Das war das letzte Mal, als wir betrunken waren. Mit dem Mädelzeit, ne? Mit Ferguson und Martinez. Das Ding ist, schaffen wir das jetzt noch, bevor der Hausmeister kommt? Ja, wir müssen das nach dem Hausmeister machen, dass wir den Parcours bereitstellen. Und ich vermute, dass die anderen dann auch kommen werden. Das wäre schon cool. Auch für uns dann halt Schießübungen, ne? Mal so ein bisschen schießen, anvisieren und so. Ui, Munchi. Danke dir für den Sub, Munchi. Liebe geht raus. Ich weiß zwar nicht, warum gerade kein Ton kommt. Aber... Ja. Manchmal ist es komisch.
Yeah. Nur mich wundert gerade. Warte kurz. Warum? Warst du einfach so ewig lang schon nicht mehr hier? Oder warte mal, Munchi? Weil gar keine Stunden, stimmt ja gar nicht. Warte mal, ich aktualisiere mal eben. So. Nee, der Bot ist nicht kaputt. Finally auch mal geschafft. Nee, der Bot ist nicht kaputt. Es könnte daran liegen, dass ich GTA mal mit Streamlabs OBS streame und BDO mal mit OBS Studio. Aber das Komische ist, mal ist es so, dass meine Musik mit abgespielt wird, wenn ein Sub oder ein Follow kommt. Und dann gibt es wieder Tage, dass es überhaupt nicht so. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Weil ich hatte mein Bot auch Wochenende, er streamt einfach zu viel. Mein Bot hat ja nur sonntags frei. Kommen Sie wieder klar mit der Welt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja, also das mit dem Flughafen ist überhaupt verschieben nach dem Hausmeister. Ja, ja, ich weiß, das habe ich mir schon gedacht, das wird sonst, sonst müssen wir alles nochmal aufbauen. Ja. Vor allem stehen wir dann da unten ohne Auto. Yep. Im Streik. Die können wir dann am Hausmeister dann aufbauen. Ich hoffe, dass die dann ja auch kommen. Die anderen. Ja. Das wäre eigentlich gekommen bei dem Sub. Sie, ihre Hosentasche macht aber komische Geräusche. Meine Hosentasche? Mhm. Klingt wie eine Plastikflasche. Das ist die Gummibärenpackung, die ich immer in meiner SWAT-Uniform habe. So klingt ihre Gummibärenpackung? Ja, ja, die ist halt... Das ist aber Hartplastik, hm? Ja, das ist wie so eine Tupperware. Ah. Mhm. Ich habe jetzt aber das Lied gesungen, Thorsten. Jetzt für Munchi gab es jetzt das Lied. Yay, Hausmeisterbesucher sind so toll. Ich hoffe, der macht nicht wieder mein Auto kaputt, ey, der blöde Hausmeister. Beruhigen Sie sich. Weiß, die Wege des Hausmeisters sind unergründlich. Ja, ich war mit beiden Autos heute in der Werkstatt, hab bei beiden TÜV gemacht, alle Motorkontrollleuchten, alles ist supi. Wehe, ich stell andere Sachen fest. Ich bin ganz beruhigt. Ich hoffe, die machen die alle schnell ihre Ausbildung. Warum? Steigen schnell auf. Wie ist es denn jetzt mit... haben jetzt denn alle den Rang 1 bekommen? Ich glaube, ja. Also aktuell kein Praktikant. Nö, nicht, dass ich wüsste. Oha! Oh mein Gott, was habe ich gerade gesucht? Oha, Munchi, danke dir für die 10 Euro. Dab, da, 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 da. Das meinst du? Aber nur für Munchi. Alle anderen haben jetzt weggehört, hoffe ich. Oh. Oh, mega cute. Liebe, geht raus. Jetzt, wo wir keine Sandwiches haben, ne? Hab ich ganz schön Hunger, du. Brauchen Sie eins oder zwei? Zwei wären vielleicht gut. Wenn Sie eins haben, nehme ich auch nur eins. Ich kann auch drei geben. Na ja. Jetzt wollen nur, dass ich einen dicken Arsch bekomme. Ich verweigere meine Aussagen. Ich habe das Recht zu schweigen. Lecker. Und jetzt noch direkt. Ah, so gut. Ja. Ah. Diese Limonadentrinkpäckchen, ich liebe die. Neue Klingelton und Coming. Was? Mit ihnen habe ich nicht als Zeuge belehrt. So.
Hä? Was? jetzt gerade oder was? Nein. Wo Zivilist erschossen hat. Und dann hat er zu Ferguson gesagt, so ja, ich hab den einfach erschossen aus Spaß. Aber du kannst mir nichts machen, weil du hast mich nicht belehrt. Hä, wieso müssen sie ihn belehren? Er weiß doch, wann er schießt und wann nicht. Ja, er hat gemeint, man muss sich... ja, die sind mega, belehren. Die Trinkpäckchen. Die aber waren richtig geil. Vor Gericht belehren. Die orangen Trinkpäckchen, ne? Übel gut. True. Er ist einfach was Besonderes. Herr Sweet, ich möchte gerne eine Anzeige gegen Herrn Red stellen. Ich fühle mich gemobbt von ihm im Internet. Okay. Oh, ich hab's markiert. Hinfahren? Ja. Sind sie die Markierungen, ja, ne? Ja. Die waren richtig geil. Ich glaube, die hatte ich in der Schule immer. Oha! Oh, Munchi macht ihr erstes Geschenk-Abo. Uhu! Ein Snackhead! Hallo, Anni. Oho. Hi, hallo. Die arme Luft, was hat sie ihnen getan? Bitte schlag mich nicht, wenn du das Telefon wegsteckst. Nein, nein, Entschuldigung, ich war gerade in meinem Kopf woanders und wollte eigentlich dann eine SMS schreiben. Oha, voll lieb von dir. Dann bleib ich einfach hier stehen und Spendierhosen? Mag ich. Brauchst du was zu trinken? Ja, weil ich hab kein Auto und ich muss erst zum Dings laufen. Ja. Diese Luft, die ist aber auch immer aggressiv, ey. Ja, das ist total schlimm. Ach, hör mir auf, den Rating könnte ich jetzt... der mobbt mich im Internet. Ich möchte Anzeige gegen Mobbing stellen. Vielen Dank. Kein Problem. Ja, wenn sonst alles okay ist, dann... Alles gut. Lassen Sie sich nicht von der Luft ärgern, ne? Ja. Ich gebe mir die größte Mühe. Okay. Immer diese Bakterien in den... Das kann ich schon verstehen. Diese kleinen Schlinge, ja, das sollte cool aussehen, genau, oder? Okay. Ich wollte definitiv umdrehen. Ja, ich verstehe das. Spendierhosen mag ich. Könnte ich alle mal ein Beispiel an Munch nehmen? Dann stehen wir gleich. Ich habe einen Kanister dabei zur Not. Ich habe auch einen dabei, ja. Obwohl, nach dem Ausmaß ist das eh weg, also könnte ich noch gebrauchen. Ja, deswegen, ja. Wollen Sie kurz anhalten, hier irgendwo rechts? Naja, ich glaube, das also geht da, bis zum Pini. Da drüben, bei der Baustelle zum Beispiel? Ja, ich kann noch reinfahren. Ich glaube, es geht noch zum Pini, aber sicher, sicher. No, jetzt ist es ein männlicher. Warte mal. Das ist genau hier um die Ecke. Da können wir locker schnell hinfahren. Gut, dann fahr ich das mal hinten rein. Ich hab den Benzinkanister auf dem Schoß. Jo. Halt den Deckel zu. Mach ich mit meinen Zähnen! Nein, von da ist nicht los. Oha, Munchia Terra Tool, auch ein Zap geschenkt. Oho. Ich glaub, das ist da weggefahren. Warte, ich jetzt mal, ich liebe hier. Liebe. Liebe. Hab ich den noch? Yay. Wenn ich heute schon so spendabel bin, dann will ich auch auf Platz 1 sein. Jetzt bist du Platz 1. Oh, hier hatte ich vorhin auch schon Schlägereimeldung. Ich habe denjenigen nicht gefunden. Hallo. Hier spricht das LSPD. Kommen Sie raus aus Ihrem Haus. Schrei mal, warte mal. Hallo? Oh, da sehe ich aber... Na. Da habe ich aber eine Fensterscheibe gesehen, die war kaputt hinten. Kannst du beweisen? Ja, kann ich. Alles klar. Sie müssen nicht immer so ein Arschloch sein, Herr Red. Wollen Sie mich damit beleidigen? Du warst drunter.
Was haben Sie gerade zu mir gesagt? Haben Sie gerade mit mir geredet? Was haben Sie denn gerade zu mir gesagt? Ich bin eine Tunte. Nee. Klar haben Sie das gesagt. Schubert-Tunte. Was ist denn eine Schubert-Tunte? Keine Ahnung, habe ich mal in der Serie gehört. Wollen Sie mich etwa beleidigen? Wollen Sie mich mit Arschloch beleidigen? Ich habe Ihre kaputte Scheibe gesehen und wie Sie das Auto einfach weggepackt haben, obwohl Sie wissen, dass Sie damit zur Werkstatt fahren müssen. Ja, muss ich auch. Aber jetzt Warum haben Sie es denn eingepackt, wenn Sie doch wissen, dass Sie danach nicht mehr zur Werkstatt müssen? Ja doch, ich muss dann immer noch zur Werkstatt. Oh. Immer noch da. Ja, ja. Wir haben ja nur noch 7 Wir sind ein sehr zweischneidiges Messer. Ich? Ja. Ich meine, bin ich ein Markenmesser, ne? Ich glaube, der hält sich für witzig. Hat nur nicht verstanden, dass keiner über ihn lacht. Oder nur über ihn, aber nicht mit ihm. Ich brauche jetzt wirklich Tank. Ja, ich hab's gerade versucht. Willst du oder soll ich? Ich hab doch keinen mehr. Weil ich okay, dann lass mich mal wieder einsteigen. Jo. Dieser Typ, ne? Ich möchte wirklich... Ich kann doch, aber tatsächlich wegen Mobbing und so, Internet, kann ich doch bestimmt eine Anzeige aufgeben, oder? Haben wir dafür ein Gesetz? Bestimmt, aber ich weiß nicht, ob das schon als Beleidigung zählt. Aber das mit der Tunte können sie vielleicht machen, aber... Ne, ich meine auch das Mobbing hier. Na doch, er sagt, ich bin Alkoholiker. Wissen Sie, dass das rufschädigend ist für mich als Assistant Chief? Ich meine, das ist Ihre Entscheidung, ob Sie das jetzt halt zur Anzeige bringen. Der geht mir so auf den Nerv. Ihr Auto ist wieder getankt. Danke. Ich weiß nicht, wie der das mal... Im Endeffekt will er doch genau das. Ja, ich weiß. Und er wird weitermachen, bis ich explodiere. Oder implodiere. Genau, das will er schaffen. Und dann sagt er, Ödi ist kein guter Chief. Ach, pff. Der bricht mehr Regeln, als ihm lieb ist. Und er schnallt es nur noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt so ein Wichser ist zu mir. Vorhin konnte er mir noch ins Gesicht schleimen. Wissen Sie, warum Sie die Stelle bekommen haben? Da habe ich gesagt, ja, bestimmt nicht wegen Ihnen, Herr Red. Das war eher der Herr Sweet und nicht Sie. Und dann war er schon wieder mundtot. Der Herr Red hat immer hinter dem Rücken über alle gelästert. Ich weiß, habe ich mir auch gesagt. Ich habe gesagt, immer so aufspielen, als wenn er ein Mann wäre. Und in Wirklichkeit hat er keine Eier. Und kann als gestandener Mann vor jemandem stehen. Hm. Ich hoffe, jemand bricht ihm die Beine auf dem Server, ey. Ich werde mir richtig Zeit lassen, anzufahren. Ich möchte als Assistant Chief nicht gerne korrupt sein. Ich hätte die Möglichkeiten. Ich würde ihn richtig kaputt machen, ne, den Typen. Aber... Dieser Typ, ne? Dieser Typ. Ah, Yin und Yang sind in Einklang. Mein Chi ist in mir. Irgendwo ganz tief. Luga, höre auf deine innere Stimme. Vertraue nur dir selbst, niemand anderen. Lass dich nicht beeinflussen. Warum bringen Sie mein Chi durcheinander? Sie auf damit! Warum haben Sie das getan? Ich war gerade mit mir im Einklang. Sorry. Warum holen Sie die Ente raus? Warum meine Quietsche-Ente hier kaputt sitzt? Die habe ich immer zu einsetzen dabei. Ach so! Das ist mein Partner. Ja, egal. Ich verstehe. Ja, nee, Mr. Waffles. Ach ja. Und dann nimmt mich jemand kurz und sagt, was sagen Sie dazu, Mr. Waffles? Wack. Wack. Voll gut. Was hat Sie davon? Wack. Das ist true. True, ja. Dad. Oh yeah. Wake. Ich meine Sonnenbrille auf dem Fall weg. Mit Mr. Waffles. Ich hoffe, der hat einen Wackelkopf, der Mr. Waffles. wenn der kein Waffelkopf.
Wenn der keinen Wackelkopf hat, dann bin ich enttäuscht. Ich werde dem Red die Beine brechen. Und dann reiße ich ihm den Kopf ab. Und dann lege ich eine Wurst in seinen Hals. Ich werde den kaputt machen, wenn ich den... Zieh sich doch wenigstens um. Blöder Mr. Red. So, dann haben wir jetzt Hausmeisterbesuch. Kurz mal, für eine Minute. So, dann machen wir Musik an, so lange. Und so. Dauert ja nicht lange. So. So, jetzt haben wir da auch was Richtiges. Munchi, wenn du jetzt Dollar machst, dann müsstest du rein theoretisch auch eine bessere Ansicht jetzt haben. Ich habe es bei dir nochmal aktualisiert. Ach Sarah, du machst ein Windows-Update, oder was? Boah, wie lange dauert das denn bei dir? Was? Warum so lange? Ich glaube, Sarah ist gerade gar nicht da. Sieht schon besser aus, ja. Ja, ich muss den immer anschubsen. Den Bot. Ja, du bleibst und bist eine Null, KI. Du kriegst von mir nix, KI. Nicht so lange du ein Arsch bist. Cool, nein, nein. Hm, 187, ne? Ersche. Oh, mein DHL-Paket kommt bald. Pogchamp. Ach, ist nur Hundefutter, nichts Besonderes. Ach, wenn man sich sonst über nichts freuen kann, so. Ach, ich wollte mir noch trinken und schnell, genau. Hallo? Stand der Paragraph 187 nicht für Mord? Yeps. Yes, Sir, ich gebe mir mal ganz den Trinken und bin gleich wieder bei euch. So, ich denke, Red und Luca werden BFFs. Was? Was? Red und Luca werden keine BFFs. Der ist so ein Arsch, der hätte so oft die Möglichkeit. Die werden keine besten Freunde mehr. Nicht in diesem Leben. So, warte. Ich starte mal eben den Server wieder. Karappa. Okay. So, Moment. Verbinden. Da müssen wir mal gucken, dass wir gleich die Schießstrecke und den Rettungs... Quatsch. Nicht Rettung. Sicherheitsfahrtraining aufbauen. Mensch, Ratur, sag doch mal, der Munchi
Vielen Dank für den geschenkten Zap, ey. Den sie dir da gegeben hat. Also so viel Zeit muss schon sein. But won't implement an ending. My eyes are realizing what I'm witnessing is tempting. But ich muss irgendwie versuchen, den Herr, Red aus dem Weg zu gehen. Gleich mitbekommen. Tja, kannst schon mal sehen. Oh, oh. So, warte, ich krieg gleich Bild. Ich bin schon in Game. Ja, Bild, komm. Huch, das war nicht mein Plan. eigentlich wollte ich die Tür da aufmachen. Hallo. Ich wollte die Tür drehen. So, erstmal wieder Autos rausholen, ne? Oh ja. Da ist mir mein Fuß ausgerutscht. Ach, halt, Leitstelle. Die Leitstelle. Ich hab Leitstelle. Jo. Und ich muss Waffen auffüllen. So. FBI, open up. Echt, ey. Wäre nur gut gewesen, wenn dann auch das Lied gelaufen wäre dabei, ne? FBI, open up. So, mal zu. Öffnen. Schau, schau. Oha, man muss das. Ich hab den frisch poliert reingestellt. Muss nicht dein Ernst. Der Hausmeister hat mein Auto kaputt gemacht. Ey. Ich hab den frisch poliert und frisch vom TÜV und vernünftig reingestellt, ne? Oh Gott, als wenn ich es zurückgesetzt hätte. Der Hausmeister ist ein richtiges Arschloch. Weil jetzt habe ich eine ganz kleine Motorkontrollleuchte wieder am Leuchten und die total zersprungene Scheibe. Obwohl ich den komplett poliert, kontrolliert, aufgebockt reingestellt habe. Und poliert vor allem. Der sieht aus wie Kacke. Wollen wir direkt jetzt dahin fahren und aufbauen oder wie hast du dir das vorgestellt? Warte, wir fahren mal zum Flughafen und schauen, ne? Jo, ich muss jetzt mal meinen Funk wieder einstellen. Das ist vielleicht ein Mist, ey. So. Check. Hallo. Ich bin übrigens dafür, wenn wir Funkcheck machen, dass nur Arnold den Check dann zurückschickt, weil wenn 5-6 Leute auf einmal Check sagen, das ist einfach super übel auf den Ohren. Finde ich. Hab's nie gestört, aber wir können auch anders mal reden. Ja, stell mal vor, wir sind 20 Leute gerade im Dienst und alle machen Check. Ey, da kriegst du ja zu viel. Eigentlich wollte ich nur ein Ding kaufen. Ja, ich auch. So. Ja. So oder so ähnlich. Kann man wegfahren. Ja, ich wollte ein Werkstatt. Ja, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hinfahren. Oh, Red hat mir eine Nachricht geschickt. Kontakt blockiert. Sternchen, Kontakt blockiert. Sternchen hat er mir geschickt. Wir sind die Polizei, man kann uns nicht blockieren. Ach ja, wenn er irgendwann mal einen Unfall hat oder zusammengeschlagen wird, ich glaube, dann brauche ich sehr lange, um da anzukommen.
Ich glaube, dann klemmt kurz mein Gurt oder so. Das tut mir dann doch sehr leid. Ich weiß gar nicht, warum der so einen Hass auf einmal schiebt auf mich, so eine Hasslatte. Strawberry auch? Ja. Ja. Hier Davis, Strawberry. Ja, alle drei, ne? Du, wegen meiner könnt ihr den aufhängen. Wenn es nach mir ginge. Ich glaube, Herr Steb, der lässt den auch ein bisschen länger bluten. So ganz. Aber hat die Ampel auch grün oder kann die nur rot? Die kann nur rot. Ach so. Ja, ja. Die kann nur rot. Ich glaube, Herr Steb, der braucht auch aus Versehen ein bisschen länger. Das ist bloß nicht Milo. Was meinen Sie? Dann war es das für heute. Ja, wir stehen jetzt einfach hier, würde ich sagen. Ist doch schön hier an der Kreuzung. Ich meine, ja. Machen Sie Ihr Radar an und dann können wir gucken, ob wir jemanden blitzen können. Vor allem ist rechts die ganze Zeit grün, ne? Ach, jetzt wird's. Ach, guck mal, jetzt. Jetzt wird rechts. Ah, ja, dauert nur 50 Minuten. Also, wenn jetzt irgendwelche Leute in den Staat, weil er jetzt kein Polizist mehr ist, ihn nieder- oder zusammenschlagen wollen, ich weiß davon nichts, also. Ich hab da einfach mal nicht. In-game weiß ich davon ja nichts. Spazieren gehen. Ich mach mal sowieso Radar rein, ist gar nicht so schlecht eigentlich. Hm. Ich meine, viel Zeit haben wir ja nicht mehr, ne? Dann ist der Raid ja 3 Wochen weg. Also müssen das jetzt alles bis Sonntag? Müssen wir jetzt in den Van eine schöne Aussicht von der Klippe genießen? Ja, zum Beispiel. An den Füßen festhalten, Kopf über und dann einfach mal so ein bisschen schütteln. Ich bin ja der Polizistin, ich darf das nicht machen. Hallo Tools, hallo. Du hast Angst um Cassie? Wegen hier Red oder was? Ah, oh, es geht so um die. Oh, guck mal. Der Red. Der Red, oder? Wie vor. Das war ja Red. Haben wir mal eine Penisverlängerung gesehen? Da steht ja förmlich Cock auf der Motorhaube drauf. Also manchmal habe ich ja Sprüche drauf, da wundere ich mich ja selbst, wo die herkommen, ne? Im Sumpf Krokodile streicheln gehen. Eieiei. Ich glaube echt nicht, dass es sein Auto war. Doch, ich glaube schon, dass er das war. Das klang sogar wie das von ihm. Geld wird natürlich vorher abgenommen. Das Auto von der Red, das klingt vom Motor her wie so eine Scheißausfliege. Kennen Sie dieses ätzende Summen? Mhm. Hm, genau so klingt das. Will er sich die Bahngleise mal von da... Ja, also... ich weiß in-game davon nichts. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier steht ja so ein ausgeschlachtetes Teil, ne? Ja. Von einem Flugzeug, das ist ja geil. Ich finde, hier vorne, da sehen Sie ja schon auf der Karte. Achso, Sie haben kein GPS an. Nee, und aber die Karte ist schon. Da sehen Sie ja, dass hier mega viele kleine Straßen quasi verlaufen. Ja, ja, sehe ich. Und dann könnte der Fahrer immer sagen, jetzt hier links. Und dann sagt er einfach, keine Ahnung, die nächste rechts. Dann muss hier rechts reintriften, schneller. Ja. Irgendwie sowas halt. Dann müssen wir nicht mal irgendwie groß das auffahren. Ist auch, man kann ja auch nur Super 8 fahren. Das ist immer ja. Gar keinen Weg vorgibt. Und hier wird dann auch eine Halle, wo man vielleicht Hütchen reinbauen kann. Hab's noch nicht ausprobiert. Ja, warte mal, wir können mal gucken. Also wenn ich Hütchen hinstelle, kommt das an, in welchem Winkel ich das Hütchen stelle. Warte mal. Also Hütchen sind immer besser als Barrikaden. Wenn man die Treffer besser sieht. Ja, warte mal, das sieht man jetzt nicht. Aber das würde man sehen. Ja, aber nur, das darf nicht im Boden stehen. Dann kippt das nicht um. Na guck mal, das würde aber gehen. Also so...
Die Hütchen so an sich kann ich stellen. Manche sind halt komisch. Ja, die dürfen nicht am Boden sein, weil dann kippen die, glaube ich, um. Ja, aber doch, guck mal jetzt, wenn du musst, lauf einmal gegen und dann siehst du sie auch. Guck mal. Einmal gegenlaufen, schau. Siehst du das? Ja, dann sind sie ja schon umgeschmissen. Ja, du kannst sie doch gerade hinstellen, musst nur vorsichtig sein. Ja, oder du machst das so, dann halt nicht. Aber guck mal, meins so, jetzt steht meins. Also, entweder packen sie erstmal auf den Boden, dann versuche ich sie vorsichtig rauszuholen. Wir können auch eine andere Halle erstmal versuchen. Ich glaube, das ist generell so ein. Bei einem Militär hat das funktioniert. Hier war irgendwo noch ein. Hier, genau. Ja, ich schicke kurz Hütchen auf, oder? So. Jetzt unbedingt mit ihm rumfahren. So, hab alle eingesammelt. Ich glaube, hier gibt es noch mehr Hallen. Aber prinzipiell würde das gehen. Wenn wir uns da aufteilen und du da vorsichtig gegenläufst, dann geht das. Aber was drauf da? Oh mein Gott, du hast einen Zitteranfall. Mach bitte den Motor an. Danke. Ja, ich bin im Dienst. Ich dürfte den Raid natürlich nicht einfach killen, aber wenn Uhr ihr ihn festnimmt, geiselt, ausnehmt, ausraubt, das könnt ihr natürlich machen. Ja, also, ich hab Dienst, ich muss. Natürlich könnt ihr das richtige machen. Weiß nicht. Gibt jetzt kein Sextreffen, sag ihr das. Das ist Red? Ja, gibt jetzt kein Sextreffen, sag ihm das. Ja, ich soll dir sagen, es ist schreib kein Sextreffen. Schreib ihm bitte Kontakt blockiert. Sag ihm bitte Kontakt blockiert. Kein Sextreffen. Mein Chef. Warum habt ihr überhaupt so einen Stress? Lass mich doch da einfach raus. Nein, ich sag hier niemandem irgendwas. Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Genau, leg auf. Im Dienst wird nur telefoniert, wenn es dienstlich ist. War ja quasi dienstlich. Oh ja, Herr Rein, ich muss ihn verprügeln. Das ist eine. Oh. Warte, ich darf ingame nicht sprechen. Das ist eine gute Idee. Herr Reinsch, der kann das so gut mit seiner Taschenlampe. Okay, hier sieht man es gar nicht, ne? Scheiße. Hm? Nee, hier geht's gar nicht. Hm. Nee, Barriere würde gehen. Hm. Also Hütchen kannst du hier vergessen, hier würde nur Barriere gehen. Bei der anderen Halle würde wenigstens Hütchen gehen, aber hier kannst du komplett knicken. Na, dann lassen wir nochmal schauen, ob es noch eine Halle gibt. Weil beim Militärbar ist das richtig gut geklappt, da haben alle Hütchen einfach direkt draußen gestanden. Wollen wir dann mal die Militärbasis angucken? Müssen wir aber hin, also fahren dauert lange. Na, wollen wir da ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir dafür hinfliegen dürfen. Wir müssten ja so fahren, ne? Dauert halt, obwohl es die Autobahn. Ich überlege gerade, wenn wir nachher alle mit ein. Wie viele Plätze haben wir im Heli? Ja, also wie ein Auto. Scheiße, wäre einer zu wenig. Und hätte ich gesagt, wir können dann alle zusammen nachher mit den Auszubildenden mal rüberfliegen, weißt du? Das würde es ja viel schneller machen, aber. Also optimal wäre es, wenn wir hier in der Halle finden, weil dann haben wir Fahrtraining und Schießtraining. Und also die eine würde gehen, die eine Halle? Ja. Da müssen wir halt nur ein bisschen. Ja, Zeit reinstecken. Ich würde das auch gerne sehen. Gucken gerade die Hallen an. Nicht, dass ihr euch wundert, was wir tun. Hier geht's wieder nicht. Hier geht's auch wieder nicht. Oder muss ich jetzt eins, warte mal, entsetzen und dann? Ja. Ah, ich glaube, ich habe. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Wenn sie das erste Hütchen setzen, was sich in den Boden setzt, und dann das wegnehmen und ein neues setzen, dann klappt es nicht. Setzen sie aber das eine Hütchen in den Boden rein und setzen das nächste, dann sehen sie zumindest den Deckel davon. Ich habe es jetzt mehrmals ausprobiert. Jetzt müsste beim nächsten. Aber bei mir geht das dann. Hier, schau, bei mir guckt jetzt eine Spitze raus. Wird halt beinahe geheult. Tschau, hier geht das. Also bei mir geht das. Probier einfach mal, ob man die Spitze auch abschießen kann, dann gibt's um. Ja, probier mal. Sonst müsste es zumindest aus dem Boden rausploppen. Warte, ich stell mich mal hinter dich, warte. Oh, die habe ich ja fast schon perfekt hingestellt, wa? Let's go. Ja, siehst du, es verschwindet dann. Ja, siehst du?
Kippt aber nicht um, oder? Nee, aber man sieht, dass du triffst. Also ich sehe deine Einschusslöcher. Ich sehe das. Ja. Also entweder verschwinden die oder halt, ne? Fällt eine Barrikade um, wenn wir die hinstellen? Dann können wir schauen, wie viele Schüsse die braucht. Die braucht, glaube ich, mehr, bevor die kaputt geht. Probier mal. Aber auch da sehe ich deine Einschusslöcher. Auch ich sehe auch, dass du dran vorbeistehst teilweise. Jetzt einmal die Arschbacken zusammenkneifen. Oh ja. Aber ich sehe auf jeden Fall deine Einschusslöcher, also. Ja, die müssen halt synchron sein, ne? Die also sind. Ich kann ja mal auf das O schießen von dem Du. Dann sagst du mir, ob der Schuss da reinkommt. Oder schieß aufs O von Not. Genau in die Mitte. Ja. Ja, hab ich. Sehe ich. Oh nein, dann geht das genau auch. In der Mitte vom O. Ja, also entweder nehmen wir die und machen halt das Buchstabenschießen. Ja. Paar Hütchen vielleicht daneben. Das wäre auch eine gute Idee. Ja, dann können wir eigentlich auch hier die Hallen nehmen. Wollen wir denn hier schon was aufbauen? Ne, ich würde es dann machen. Ja? Ja, ja. Ist nicht so schwer, ein paar Barrikaden aufzustellen. Ja, an sich nicht. Ich würde halt jedem die Möglichkeit geben, ne? Für jeden so eine kleine Art Schießstand. Wir haben ja drei Stück, dann können wir direkt drei auf einmal schießen lassen. Und wenn wir dahinter stehen, dann können wir ja direkt gucken. Dann müssen wir nicht alle nacheinander machen und immer wieder neu aufbauen. Das wäre ja Blödsinn. Wir können die Barrikaden aufstellen und dann als Ziel immer einen Buchstabe vorgeben, glaube ich. Ja, ja, zum Beispiel. Damit kann man schön die Genauigkeit prüfen. Ja, und Fahrsicherheitstraining, das passt ja dann auch hier. Ja. Das können wir dann auch machen. Das sind auch so richtig schöne Kurven, wo man reinschriften kann. Ja. Ich würde danach, würde ich gerne, also wenn wir das dann hier gemacht haben mit den Schießübungen hier auf, in der Halle, das ist ja dann doch eher eigentlich perfektes Terrain, ne? Du hast halt kein Gegenlicht und pipapo, wir müssen mal gucken. Am Fuß des Mount Chiliads, da sind doch auch so eine richtigen Bretterwege, ne? Die haben doch alle ihr eigenes Auto, oder? Ja, ich weiß noch nicht. Die schon alle ein Auto haben, also nicht, weil sie keine Streife fahren. Okay. Dann sonst haben wir da auf jeden Fall auch noch Hügel und so weiter. Ich würde dann vielleicht auch immer so ein bisschen in Abstand die Barrikaden, also einfach einen Buchstaben vorgeben, dann entsprechend Barrikaden in gewissen Abständen aufbauen, auch hinterm Hügel, dass die auch einfach ein bisschen in Bewegung kommen. In einer bestimmten Zeit, also mit Stoppuhren, weißt du? Und dann, ja, dann können wir ein bisschen, dann können die ins Gegenlicht schießen, dann haben die... Von hinten Licht und Piep, weißt du? Diese Unterschiede. Ich weiß nicht ganz genau, wo sie meinen. Also, kannst du mal markieren. Ach Gott, wissen Sie, von der einen Autobahn, wenn man auf die Mount Chiliad hochfahren würde. Oder eigentlich ist es scheißegal, egal welcher Weg zum Mount Chiliad. Man muss ja immer erst über die Autobahn. Da muss man ja sowieso so einen. Der hügeligen Weg lang fahren. Wissen Sie? Egal welchen Weg sie gehen. Oder nehmen. Das sind ja überall Hügel. Ah, gut. Was? Da gibt es keinen Ton. Wurde das aufgezeichnet, als er hereinsteht, niedergeschlagen hat, oder was? Ha. Huh. Okay. Also eigentlich völlig wurscht, welcher Weg. Tatsächlich. Hm. Es gibt ja einmal den Weg, der an diesem See vorbeifährt. Den gibt's ja einmal. Aber wir haben da halt auch Raubkatzen und so, ne? Müssen wir aufpassen, dass die dann nicht angefallen werden. Ob sowas jemals passieren will. Mir ist das passiert und den Herr Henderson. Ich weiß. Henderson und ich sind seit dem Tag Narbenbrüder. Wir sind vernarbt. Ich erinnere mich gut an diesen Tag. Oh ja, ich auch. Vor allem lasse ich ihn gerade zudecken, damit ihm wärmer wird und dann springt aus dem Busch die scheiß Raubkatze mitten in meine Rippen rein, ne? Und dann da bin ich aber auch geflogen. Der hat ja so einen Kraft, also heftig.
Kennzeichen ist ganz cool hier am Street. Xom. Da hätten wir lebendige Ziele, ja. Aber. Ja, gut, wir sind halt keine Jäger, ne? Diese Ampeln in dieser Stadt machen mich so fertig. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe schon oft auch Momente, wo ich so grüne Phasen habe, ne? Oh. Hm? Das kenne ich gar nicht. Die preise ich dann aber auch immer direkt, ne? Preise den Herrn. Ich habe eine grüne Welle. Kann man Puma tasern? Ja, kann man. Schauen, was Mr. Waffles dazu sagt. Ja. Oh, Mr. Waffles. Wer liebt die Kinder? Mr. Waffles! Ja, ist halt echt so. Der hat halt nur rote Ampeln. Ich glaube, sie haben schlechtes Karma. Sie kriegen nur die roten Ampeln ab. Ich krieg immer die roten Ampeln. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen warten sie immer darauf, dass sie Blaulichter machen dürfen, hm? Ja. Kann ich nachvollziehen. Naja. Karma ist halt, ne? Schon scheiße. Ja. Dann machen sie nix. Ja, mach ich tatsächlich gar nichts, weil ich stehe. Hm. Warte mal, hier war kein. Nee, ne, da konnte ich ja nicht rein. Nee. Danke, Rino. Danke, Rino. Badam, badam, badam. Also, der Wagner geht aber auch immer alleine an, ne? Sobald sie aussteigen, geht er an. Und wenn sie reingehen, ja, geht er uns. Vermisst mich einfach. Ich hatte was bei meinem vorherigen Buffalo auch. Und jetzt bei der neuen, bei dem neuen Modell nicht mehr. Ich hatte auch ständig das Problem, dass der immer leer war bei mir. Vom Tank her. Ja, das war bei meinem Charger, den ich hingegeben habe, auch manchmal. Das Problem habe ich gar nicht beim Charger, ne? Der ist bei mir immer, als wenn er gar kein Benzin verbrochen wurde, gefühlt. Ich bin so froh, wenn ich gleich auf der Autobahn bin und. Yep, keine Ampeln da sind. Ja. Dieses Auto hat so viel Kraft und ich kann es einfach nicht ausleben. Viel geiler als so ein Sportwagen oder sowas. Das hier, weißt du? Ich hätte gerne Mittelfinger-Emoji. Game. Oh, eine rote Ampel, Mensch, das wundert mich jetzt aber sehr. Oh, eine rote Ampel, das wundert mich jetzt aber sehr. Wir haben noch zwei Ampeln vor uns, bevor wir auf die Autobahn können. Ja. Hilf jetzt Bett. Ei. Ein Schuss von links. Weiß gehört. Schon. Das ist ein Würfelpark, haben der gefühlt. Ich glaube, der LKW ist da vorne gegen das Schild gefahren. Das klang wie ein Schuss, okay. Herr Street, die letzte rote Ampel. Dann heißt es Feuer frei. Also, ich muss das mal kurz wegmachen. So. Und so, jetzt. Ja, und die braucht jetzt richtig lang. So, ich bin angeschnallt, zu sich ein. Ja, wollte ich gerade empfehlen. Man weiß nie, wann ich auf dumme Ideen komme. Ja.
Zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Flex sehe, über den man chancen könnte, dann muss ich mich schnell entscheiden. Und unter Druck treffe ich schlechte Entscheidungen. Wenn ich wegen ins Krankenhaus komme und das ganze Wochenende hier flach liege, ne? Dann gibt's Strafarbeit. Innendienst. Ja, ich wäre doch auch einen Weg nach oben gegangen. Hätte man doch schon den Weg nehmen können hier. Gerade. GPS sagt nein. Sie wollen Autobahn fahren, ich verstehe. Ja. Okay. So, nachdem wir heute 30... Ja, GPS sagt aber wirklich nein. Ja. GPS sagt, bleib auf der Autobahn. Bis heute Abend sollte ich das Geld wieder drin haben, was wir heute für den Buffalo ausgegeben haben. Oh, Windmühlen. Ist das ein richtiger Windmühlenpark? Wissen Sie das? Sie meinen eine Windturbine. Eine Windmühle ist was anderes. Ja, meine ich doch. In der Windmühle macht man Mehl, das weiß ich auch. Ich meine natürlich die Turbine, ja, natürlich. Was war die Frage dazu? Ja, schön. Über mich lustig machen können sie sich, ne? Ja. Ich meinte, ich ob das. Ob das ein Park ist, hab ich gefragt. Ich mühle ihn auch gleich mal eine, ey. Ganz aus Versehen. Ey, ein ganz schönes Wetterchen hier. Was muss da eigentlich für ein. Das ist so ein. Was ist das da? Das habe ich bei meinem Auto noch nie gesehen, ne? Dieses Ding da von meiner Ommel. Ja, ich kann ihn leider nicht schlagen, weil dann würde ich das Fenster einschlagen dadurch. Wenn ich jetzt Fahrer wäre und er würde rechts neben mir sitzen, dann würde das gehen. Wohin jetzt? Hügeliges Gebiet. Also wenn wir. Doch, wenn wir hier das Auto abstellen, guck mal hier irgendwie, dann können wir da mal hochlaufen. Ja. Ich hab mein Tier so, weiß ich nicht, so gedacht, dann weißt du, dass die ein Stück auch rennen müssen dann zum nächsten Ziel, das dann wieder so ein bisschen versteckter ist hier irgendwie. Dann hier so ein Hütchen mit Barrikade, dann wieder weiter hinter den Stein und wieder hoch, weißt du, damit die auch mal ein bisschen in Bewegung kommen. Da jetzt tu doch nicht so. Da müssen wir die ganze Zeit mitlaufen. Das ist gut für den Arsch. Siehst du, wie gut das klappt. Und 1, 2, 3, 4. Hier gibt's übrigens auch so einen kleinen Weg rechts, da geht's ein bisschen einfacher. Wege sind für Pussy. Ja, weiß ich nicht, aber dass man zum Beispiel entweder von hier startet, so, warte, hier so. Oh, mein Hütchen sieht man wieder nicht, super. Okay, ich glaube, hier muss ich Barrieren nehmen, glaube ich. Achso, oh, da ist das Hütchen. Oh weia, es hat sich ja richtig in den... Oh, sie weg. Oh mein Gott, die Barrikade greift... Verstecken Sie sich im Schlaf. Aha, sie wird die Straße jetzt abstellen. So viel zu hügeligem im Gebiet. Okay. Das war irgendwie nicht der Plan. Okay. Und wieder hoch. Wie lange, also wir haben den Server ja im Dezember gestartet. Ende Dezember, da war natürlich schon Schnee da. Der wird jetzt aber noch bis, ich vermute, mindestens Februar, maximal Ende März wird er dann auch weg sein. Ja gut, das hat auf jeden Fall geklappt. Also versuchen Sie bitte nicht die Barrikade zu berühren, wenn wir das machen. Vielleicht heben wir diese Prüfung für spätere Ränge auf. Nein! Na, aber mein Hütchen steht, sehen Sie? Können Sie da mal gegenschießen, damit das rauskommt? Ich weiß nicht, ob ich aus der Entfernung treffe. Ich bin ein bisschen nervös.
einziges gesetzt, ein einziges. Warum kommen da so viele raus? Was? Okay, irgendwie klappt das hier nicht so ganz. Okay, das wird aber klappen. Oh, Jesus. Heute Angriff der Killer, ja. Okay. Ich glaube, wenn man die einmal anschießt, dann fliegen die immer weg. Ich muss aber ungefähr zeigen, was ich meine. Escalated quickly, yes. So true. Ja, ich glaube so. Alter. Okay, so habe ich mir das gedacht. Und jetzt schießt du immer das O in Not ab. Hui, hui, hui. Ja? Lass uns von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Ich guck mal, wo das ist gerade. Ich würde gerne sehen, was du Stäbe erzählst, wenn sie Aua machen. Hier in der Nähe, ne? Eine Schießerei. Ja, ich hab's markiert. Dann lass schnell hin. Aber nicht, fall nicht runter, ne? Das Stein. Wir da sind, ist ja eh weg. Das ist wieder ein gewisser jemand, der aus dem Auto schießt. Ja. Die Hütchen, das war eine Hutbombe, glaube ich. Schnell! Direkt Code 3, ne? Ja. Let's go! Ich hab's schon markiert. Wir sollten uns anhand der Hütchen wiederfinden, hoffe ich. Was der Stäb dazu sagt, ja. Weil jetzt wollte ich das gerade mit dir ausprobieren, ey, und dann sowas. Muss ich nachher wieder den ganzen Berg hochlaufen. Ja. Wenn ich den Typ finde, der das war. Dann nehmen sie den aber direkt mit, ne? Warum ist hier eine Schießerei, ey? Weil ein gewisser jemand, wer auch immer weiß, dass wir hier in der Gegend sind, was im Auto schießt. Woher weißt du denn, dass wir in der Gegend sind? Das will ich nicht vermuten. Hier ist nichts. Ja, du hast die Karte, deswegen kann ich dir nicht sagen. Das war genau hier. Finden wir denn noch Reifenspuren? Oh, das ist eine sehr gute Idee. Nee, nee, deswegen bin ich ja auch Assistant Chief. Aber nein. Doch, warte mal, hinter uns. Ja, das ist die von denen gerade eben. Ja, nee, nicht die von uns, ich meinte die an der Seite. Ja, das ist die von der Frau, die gerade da rausgefahren ist. Verschwinden aber ziemlich schnell. Nee, hier drüben. Achso, doch, das ist die von. Ah, scheiße. Weil sonst wäre hier überall alles voll mit Reifenspuren. Naja. Herbie hat geschrieben: Guten Tag, die Dame, was machen Sachen? Jetzt ist es was Persönliches. Jetzt muss ich nochmal den Berg hochlaufen. Sehen Sie? Aber könnte man ihm denn nicht sogar einen reindrücken, wenn er einfach nur schießt? Ja, wenn wir die Meldung dafür reinkriegen. Ja, aber wir können ja nicht beweisen, dass es von ihm kam. Ich meine, egal ob es er ist. Ich meine, jetzt prinzipiell meinte ich das. Also, wir müssen ihn halt sehen. Also wir können nicht einfach sagen, er wurde geschossen, das war er. In die Barrikaden. Habe ich Scheißtraining geschrieben? Ja. Habe ich nicht Schießtraining? Okay, zeig mir, wo ich anfangen soll. Und ich, erledigte. Schießtraining? Na, also du fängst da oben. Ah, warte. Oh Gott. Zum Glück habe ich Mr. Wolf ins Auto gelassen. Und jetzt aber Marsch hier hoch. Los, Herr Süd. Los, 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 los. Das ist ein hügeliges Gelände, gehen, hat sie gesagt. Das los, hat sie gesagt. Los, zieh! Hier soll ich anfangen, oder was?
Von hier, genau. Einfach von hier aus ins O schießen. Ins O, ins Loch, ja. Leichtes Übung. Bam. Und tschüss. Ja, los, weiter zum nächsten. Ich stehe da schräg, muss ich jetzt hier hochrennen oder was? Ja. Das ist auch nur der Anfang, ne? Ich habe noch nicht fertig gebaut, aber sind nur zum Testen. Auf jeden Fall sieht man, dass ich getroffen habe. Ja, lauf, 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 lauf. Hier müsste die nächste stehen eigentlich. Ah, da, ich seh's. Ja, da, genau. Oh, ist das ein weiter Schuss? Okay. Okay, wollte ich nicht. Das war alle erstmal. Das war nur zum Tristen. Okay, interessant. Ja, achso. Das sind ja zwei Barrikaden in einer. Ich glaube, die vervielfachen sich gerade. Die haben sich gerade gepaart, einfach. Die vermehren sich gerade in. Ja, sehr viele. Ja, aber so habe ich es mir dann gedacht. Das ist eine coole Idee. Einfach. Einfach dann runterrutschen, das ist richtig witzig. Ja, schon, so ein bisschen. Vor allem kann man die dann hier unten alles später aufsammeln, weißt du? Das ist eigentlich ganz gut. Genau so, wie sie es geplant hat. So habe ich es geplant. Naja, sehen sie. wo sind denn die anderen? Müsste hier nicht noch irgendwo eine Barrikade sein? Mal eine übersehen, dann ist das. Ich würde mal hier eine Barrikade aber hinstellen, damit wir wissen. Ich finde den Ort immer wieder. Also. Den Mordberg. Oh ja, wir nennen es Mordberg, oder? Na gut. Weil sie können einfach auf der Karte quasi schauen. Dann fahren sie einfach zu den Orangen quasi. Durch die Orangen finden sie immer diesen Ort. So. Die Kurve ist ja sehr markant. Wir machen hier Donut Cross. Machen wir hier. Donut Cross. Gut, jetzt brauchen wir nur noch unsere Auszubildenden, ne? Ja. Oh nein. Oh. Ach man. Warum tut sie das? Also ich habe ihre Scheibe ganz gelassen. Bei mir ist sie auch noch ganz irgendwie. Ja. Yeah. Anscheinend schlage ich zu wie ein Mädchen. Ich habe einfach einmal gegen die Scheibe gebatscht und hat dann die Tür. Wenn wir jetzt zum PD zurückfahren, kannst du mich dann kurz bei der Stadtgarage rauslassen, dass ich zumindest wieder mein Auto am PD stehen habe? Natürlich. Ich nehme dich auch gerne später mit, damit du dein Motorrad rausholen kannst. Alles gut. Aber danke. Aber ich glaube, Herr Red liked seine Sachen selbst. Glaube ich auch. So wie das aussieht. Schon traurig, weil man keine Freunde hat, nur seinen eigenen, seinen imaginären. Mhm. Vor allem, wenn er so schreibt als Anwalt, falls er wirklich Anwalt wird, dann haben wir gar kein Problem, die Fälle zu gewinnen gegen ihn. Es ist schon ein bisschen peinlich, ne? Sag ich einfach Beweisstück A und hol meinen Duden raus. Und dann habe ich gewonnen. Oder wenn er sich an seinen Tisch setzt und auf seinem Schildchen steht, einfach Rechtsanwalt. Ein bisschen Bock habe ich da schon drauf. Na, ich bin mal gespannt, wann der erste Fall kommt, der uns auf den Tisch von ihm geklatscht wird. Ich will einfach irgendwann mal Einspruch reinrufen. Proforma, meinst du? Einfach. Yiddi! Einfach so, egal was die gesagt haben, die anderen. Einspruch, das tut nichts zum Fall. Einspruch! War es Freispruch? Nein, Einspruch! Stell dir mal vor, ich mach Scheißtraining mit den Auszubildenden. Ah, ja, ja. Oh, das ist eine Linksabbiegerspur. Ja, wenn man von der Autobahn in die Stadt reinfährt, dann drosselt man ein bisschen das, die Geschwindigkeit, ne? So ein bisschen. Hab ich doch. Oh, ich bin auf Null. Ja. Samodell Sand King. Ich hab schon mal geguckt nach Königsegg, ne? Aber die Wagen sehen ja richtig scheiße aus.
Kannst du richtig knicken, ey. Irgendwie ist meine Motorkontrollleuchte an, aber so nur so ein Millimeter. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, bei mir auch, seitdem ich vom Hausmeister meinen Wagen rausgeholt habe. Oh, ich hab die 1000 Kilometer geknackt. Mir fehlen noch 20, dann habe ich auch mit ihren 1000 geknackt. Oh, Gestern habe ich nicht an der Stadtgarage kurz rauszulassen. Ja, deswegen. Soll ich hier links abgebogen? Super heißen Wagen. Oh. Ja, die Farbe ist ganz nett. Die ist geil, ja. Das ist Lachs-Ding, ne? Jeps. Ja, die ist geil. Jeps. Meine Freundin feiert die auch? Jeps. Wahrscheinlich. Komm, 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 komm. Jeder feiert die. Hoffe ich. Hoffe ich. Es. Oh yeah. Oh boy. So, dann bringen wir die mal schnell ins PD, damit wir später dann auch. Und alle fressen. Fester? Was? Ta-da-da. Der sieht so schick aus. Oha, der ist so schick. Weil mit den Xenern leuchten. Schmeckt. Yeah. Warum ist mein... Warum ist mein Dodge weg? Also ich habe den ja rausgeholt nach dem Hausmeister. Warum ist der weg? Mein Wagen steht in Los Santos? Ja, das weiß ich, aber der müsste eigentlich da vorne stehen. Der sieht schon ein bisschen sexy aus. Richtige Badcarer. So, ziehen wir den erstmal wieder hin. So, warte, wo ist mein Auto? Hey Mann, wo ist mein Auto? Ist mein Buffalo, ja? Hä? Warte mal. Ich check das mal eben. Die Farbe ist mega gut. Vor allem passt hier so richtig schön zu dem Buffalo. Richtig gut. Warum ist mein Auto weg? Es war auch abgeschlossen. Ich hab's nämlich rausgeholt. Hör mich anzurufen. Spasti. Mein Auto ist weg. Mein Dodge. Hast du auch geschlossen? Yep. Ich schließe immer ab, wenn ich weggehe. Ist weder in der Garage noch. Herr Red ruft mich die ganze Zeit an. Ich dachte, er hat sie blockiert. Ja. Ich lege auf jeden Fall die ganze Zeit auf. Aber es ist die Leitstelle, ne? Nee, wenn es mein Handy ist. Ich bin trotzdem Leitstelle. Ach, keine Ahnung. War mein... Ich kann nicht rangehen! Hallo? Hallo, LSPD? Ja, ich bräuchte mal Hilfe am Warenankauf. Und zwar mein Wagen ist, hat sich jetzt der Motor ein bisschen verschlimmert. Und ich komme hier gerade nicht mehr weg und ich kriege keinen Mechaniker erreicht. Sollen wir den Wagen beschlagnahmen? Oder ja, nee, was? Das ist keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Na, wir können was ihn ja hier vor Ort machen können. Also wenn die Werkstatt nicht da ist, normalerweise müssen sie die Werkstatt anrufen und nicht uns. Ja, aber vielleicht, dass sie sich das Ganze mal angucken oder mir mich zur Werkstatt eskortieren, ich weiß ja nicht. Ob ich so wieder auf die öffentlichen Straßen drauf darf. Ich komme mal beim, wo sind sie? Warenankauf. Ich komme mal mit dem Herr Street hin. Jo, alles klar. Oh. Ich lauf nicht weg. Okay. Der steht beim Wareneinkauf, sein Motor ist wohl dermaßen demoliert, dass er denkt, er kann nicht mehr auf die Straße und der erreicht die Werkstatt nicht. Viel schlimmer ist aber, wo ist mein Auto? Es war hundertprozentig abgeschlossen. Und weißt du was? Er wollte, dass wir ihn zur Werkstatt eskortieren. Ich habe mir gespart, dass wir kein Taxiunternehmen sind. Hallo, Speed. Können Sie einen Abschlepper zum Wareneinkauf schicken?
Wo ist mein blöder Wagen? Dann versucht aber schnell die Werkstatt anzurufen, Herr Red. Ja, würde ich sagen, Notrufmissbrauch, oder? Soll ich da mit Blaulicht hin, oder? Quatsch. Also ich meine, nur Blaulicht. Aber die können gerne gleich ein Bußgeld ausstellen für Notrufmissbrauch. Aber wo ist mein Auto, Herr Speed? Ich weiß es nicht. Es ich war ab- genauso, ich war mit Ihnen unterwegs. Es war abgeschlossen vorm PD. Ich habe das PD abgeschlossen, ich habe das Auto abgeschlossen. Es ist nicht in der Garage. Laut meinem GPS ist es ausgeparkt. War das auch rot? Mann, ich dachte, ich bringe jetzt den 9000. Ja, wenn Sie jetzt rechts rumfahren, dann ist das okay. Ja, aber ich muss ja nach links. Darf ich über links abbiegen? Ja. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht spawnen, nein, kann ich nicht. Es wird mir angezeigt, ich habe kein Auto in der Nähe. Bitte reden Sie mit ihm. Was? Bitte reden Sie mit ihm. Nein, dann raste ich aus. Genau deswegen. Sie wollen, dass ich auslasse? Nein. Nee, ich möchte, dass Sie ihm sagen, Notrufmissbrauch und wir sind kein Taxiunternehmen. Dann kann er uns direkt mal ein paar Paragraphen vorlesen. Ich interessiert viel mehr, wo mein Auto ist. Wenn jetzt bei dem... Der kann nicht geklaut sein. Ich schließe immer alles ab. Das ist komisch. Oder ist wirklich geklaut worden, ich glaube. Aber also, dann hätte ich ja eine Diebstahlmeldung bekommen müssen. Wir haben so nun. Stimmt, dass ich das nicht mehr fahren kann, sowas. Der kommt vielleicht noch ein paar Meter, aber ich darf damit jetzt nicht mehr auf öffentliche Straße gehen. Also die Werkstatt haben wir mit einem Anruf erreicht. Ne, ich habe auch angerufen, aber die ging nicht ran, die Polizei. Nee. Die kommen. Okay. Aber wir haben die angerufen. Ja, also ich habe einmal angerufen. Oh, das raschelt aber hier vorne in der Motorhaube. Ja. Ja, oder ist das hier normal? Das raschelt. Dass ich so ein Karton. Zischen höre. Nee, das ist der Motor. Ich war eben Pipi machen da um erst ums Eck und dann war der Wagen so. Ach, wenn die Donations wenigstens echt wären, weißt du? Ja, sag, ja, ich sag doch das. Ich hab doch gesagt, es zischt. Gehen Sie mal weg, ich zieh mal ein paar Kabel raus hier. Ey, was? Ich zieh einfach mal das hier. Moment. Hör mal auf. Ey, wenn das gut geht. Hör auf, Alter. Oh Gott, wieder dran, jetzt ist Gas geben, bremsen, easy. Mach das jetzt hier wieder richtig. Ich bin der Mechaniker. Das gibt Anzeige. Ja, deswegen habe ich erstmal hier Sicherheitsabstand, ne? Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass uns das um die Ohren fliegt. Ach, da passiert nichts. Dann liegen wir gleich alle vier hier rum, ja. Ja, Abstand, das ist auch krass, wie man verdient nur mit Rohstoffen, ey. So. Versuchen ein paar Leute zu schickern. Ja, nein. Nur mit dem Wagen, der ist ja so endlich. Das hat leider nicht geklappt, danke dir für den Follow. Leider hat das nicht geklappt. Was für ein Ding? So ein Teilchen. Da fehlt mir noch 1-2 Cent für. Ja, da geht aber ein bisschen mehr rein. Ne? Ja klar, aber da fehlt mir noch 1-2 Cent. Wie viel kostet der? 100.000? Haben Sie nicht gesagt, Sie wollen niemals Ressourcen machen oder Pflanzen, um hier Dings, Orangen und so pflücken? Ja, Orangen pflücken habe ich gesagt. Ja, mache ich auch nicht. Hm. Ich handle mit Goldwaren. Goldsamson und sowas. Da rufen sie über die Leitstelle an, dass ja ihr Auto kaputt ist. Was soll ich machen? Ich komme ja nicht mehr auf öffentliche Straße. Die sind nicht rangegangen ans Telefon, ne? Das also war die 2-1-2. Also Herr Street hat die direkt 9, erreicht. 9, 3, 8. Nee, ich habe sie vor 9 Minuten angerufen. Da ging niemand ran. Ja, Herr Street. Bitte? Sie haben mich gerufen mit ihrem Finger. Nee, ich habe den Krankenwagen versucht. Ach so. Und warum fährt der Medic jetzt hier in den Gegenverkehr? Oh, nee, das ist gar nicht Gegenverkehr. Schon sage. Also ich kenne einen Kollegen, der hat jetzt Notrufmissbrauch ausgestellt hier an der Stelle. Nee, ist ja kein Notrufmissbrauch. Ich brauch's ja hier. Ich darf das Fahrzeug so nicht bewegen. Und die Werkstatt war nicht erreichbar und auf öffentliche Straße darf ich's ja so nicht. Sind sie jetzt des Hochdeutschen nicht mehr mächtig? Ey, was mal. Was soll das denn jetzt heißen? Sind sie jetzt... Sind sie jetzt... Was hast du gesagt?
Wenn du aus dem BD raus bist, bist du kein anderer Mensch. so unwitzig. Und Sie, Herr Bolton, geht's gut? Ja, ist halt, ne? Ich sag mal, solange er nicht rollt, gibt kein Geld, ne? Ja, kommen Sie da nicht ran? Ja, ist schwierig. Echt? Nee, der Wagen ist ein Totalschaden. Ja, ich meine, mit seinem Pounder. Ne, das geht nicht. Da ist, die sind hier sehr penibel, wo man stehen muss zum Abladen. Shit, scheiße. Ja, und ich stehe genau auf dem Jetzt Punkt. Haben sie auch noch einen Verdienstausfall beim Herr Red. Dann würde ich ja das Geld direkt einfordern, wann? Vor allem, also, entweder war das Auto schon kaputt und das ist hierher gefahren. Nein, also, das ist ja nicht hier ins Eck und dann war das so. Das ist einfach so hier kaputt gegangen. Ja. Mit dem kompletten Motorschaden. Oh Mann. Entweder schon kaputt hat. Nein, ich weiß dir. Aber da ist jemand unterwegs, oder wie? Ich war pipi ins Eck und da hat's dann. Ich hab schon noch gehört, dumm. Vielleicht war es ja der Range. Wieder mit seiner Taschenlampe. Ja, wenn der rauskommt, jetzt wo sie nicht mehr im PD sind, sollten sie wachsam sein nachts. Ich hab Markenkoffer mit einer Shotgun drin. Ich weiß, wie ich mich zu verteidigen hab. Mit einer Shotgun? Ja, klar, wenn mir jemand mal an den Kragen will. Mhm. Immer zweckmäßig bleiben. Ja, ich sag ja nur, Abschreckungsmittel. Sonst hab ich noch ein Klappmesser dabei. Und eine Pistole. Und ein Kanister. Und einen Aktenkoffer. Sie wiederholen sich. Wie bitte? Sie wiederholen sich. Nee, ich meine, wer hat gesagt, dass sie mit mir reden? Ja, was? Dann weiß ich auch nicht, was wir hier eigentlich sollen, wenn er eh nicht mit uns redet. Nee, mit Ihnen jetzt ja nicht, sondern mit Street. Also ich sag dir, das Auto war schon kaputt, wie du hergekommen bist. Nein, ich war pipi ums Eck. Dann habe ich so hier gefunden. Wann sind Sie hier gekommen, Herr Bolton? Der ist so respektlos, ne? Genau, da habe ich gemeint. Pipi ums Eck. Naja, ich hab gar nicht. Das heißt, sie haben öffentlich uriniert, oder was? Ja. Ja. Öffentlich uriniert? Ja, wenn sie ihr Pipi ums Eck gemacht haben. Hier waren keine Toiletten. Ja, dann sagen sie, wo das im StGB steht. Merken sie was? Ich mach nichts Unüberlegtes. Sie wissen es schon. Öffentlichen Ort. Ja. Nö, ich hab ja niemanden damit. Stellen sie mal vor, jeder würde hier in die Ecken pissen. Die armen Leute, die an den Containern. Sag mal, können Sie mal, ich muss das langsam als Beamtenbeleidigung einstufen, wenn das weiter so geht, nee, ne? Wieso denn? Weil ich hier dienstlich bin und Sie mich beleidigen die ganze Zeit. Sie nicht beleidigt. Na, dann gefragt, überlegen Sie mal Ihren Ton ein bisschen, mein Herr. Ja, Sie haben mich gefragt, was wäre, wenn jeder ums Eck pisst. Da habe ich gesagt, sieht's aus wie bei Ihnen zu Hause. Das ist ja keine Beleidigung. Und Sie maßen sich an, über mich zu urteilen oder wie ich wohne, ja? Das habe ich nicht gesagt. Doch, das haben Sie gerade, Sie haben gerade über mein Zuhause und über meine Einstellungen zur Sauberkeit geurteilt. Ja. Reißen Sie sich einfach ein bisschen zusammen, wenn wir Ihnen weiterhelfen sollen. Wenn Sie so weiter mit mir reden, Herr Red. Was wollen Sie dann tun? Ja, dann kann ich entsprechende Schritte einleiten. Ja, machen Sie doch. Reißen Sie sich einfach ein bisschen zusammen, wenn Sie wollen, dass wir Ihnen weiterhin helfen. Reißen tue ich gar nichts. Ich warte ja auf Abschluss. Ich raste dich aus. Mich wundert nicht, dass Sie nicht kommen. Okay. Ich darf das aus dem Stream nicht nehmen, leider. Paragraph StGB über der Nachrede. Das ist, triggert mich so dermaßen. Ich muss mich richtig zusammenreißen, ne? Ich darf es aus dem Stream leider nicht nehmen. Entweder kommt der Street jetzt von selbst drauf. Da haben wir es doch. Der Street 30, guckt der Absatz 2, wer hier andere Personen in seinem Umfeld durch anstößiges Verhalten stört, macht sich der Erregung öffentliches Ärgernis schuldig. Oh, ich habe die Störung der öffentlichen Ordnung wird unter eine Geldstrafe von bis zu 300 Euro bestraft. Ich habe in die Ecke gepisst, da wo die Leute arbeiten müssen. Nö. Wir wissen ja nicht, in welcher Ecke. Hier sind keine öffentlichen Toiletten in der Nähe. Ich hab nur gesagt, das heißt, sie können nur an Container oder an Gebäuden pinkeln. Ich hab gesagt, ums Eck. Ums Eck kann ja auch einfach. Ja, hier sind aber auch um die Ecke keinerlei Toiletten, die sie hätten benutzen können. Doch. Nein, sind es. Dann zeigen Sie mir doch bitte die Toilette, die Sie benutzt haben. Ja, im PD, die haben mich reingelassen und da war ich. Ich bezweifle, dass Sie im PD auf Toilette gehen können. Wenn das PD ist geschlossen, deswegen. Nö. Doch. Ich muss $300 oder was? Ja, Sie können mir ja nicht nachweisen, dass ich Pipi gemacht habe. Suchen Sie doch mein Pipi. Selber gesagt. Sie haben es doch gerade vor zwei Officers gesagt. Suchen Sie doch mein Pipi.
Sie haben es doch gerade. Sie haben es vor uns beiden Natürlich. Ich wurde nicht belehrt. Ich wusste nicht, dass ich mich damit strafbar machen kann. Ja, wusste ich ja nicht. Halt Schütz zur Strafe nicht. Also, mich nicht können Sie bitte das Bußgeld ausstellen, Herr Street? Gott, dieser Typ, ey. Yin und Yang sind im Einklang. Frau Luger immer mit der Ruhe. Er ist es nicht wert, den Job zu verlieren oder den Kopf. Immer schön atmen. Immer schön atmen. Wir müssen in die Ecke, da wo die Leute arbeiten müssen. Ganz alt, weiß nicht, was ich mit dir mache. Du warst halt um die Ecke bei den Containern. Hallo Ossi! Rekrut 10, 1986, 90 zum Glück. Ja, ich hab meinen Befehl bekommen, du kennst das System. Na ja, komm, mach. Na, irgendwie muss das die Frau sich ja auch das wieder coole Zahlen ein bisschen kaufen. Sie mit der wollen Sie noch was haben für üble Nachrede? Dann können wir gleich weitermachen. Weshalb denn üble Nachrede, Frau Luger? Weil Sie mir die ganze Zeit... Ich weiß nicht, was Ihr Problem ist mit mir. Ich kann Ihnen gerne 50 Dollar geben und dann können Sie sich noch einen Drink später genehmigen. Das ist mir relativ. Mach 350, Sweet. Dann hat sie Ihr Trinkgeld noch. Also ich mach grad das. Schauen Sie mal bitte nach übler Nachrede, Herr Street. Es gibt ich ja keine Überlegung. Was denn üble Nachrede? Dass Sie sagen, dass es bei mir zu Hause so aussieht wie dort, wo Sie in die Ecke Sie gepisst haben. Dass Sie sagen, dass ich mir keine Zahnbürste leisten kann. Dass Sie bei Twitter schreiben, dass ich Alkoholiker bin. Wir können keine weiter. Nachrede? Ja, das ist üble Nachrede, wenn Sie so über einen Assistant Chief sprechen. Was reimt sich auf Freitag? Prosecco. Wissen Sie, selbst zum Alkoholiker gemacht. Ich habe mich gerne, nicht. Ich habe mich nicht zum Alkoholiker gemacht. Wissen Sie was? Oh, Sie können mir nicht verbieten zu reden. Sie sind nicht in der Position, mir das zu verbieten. Mit mir zu reden. Ich kann Ihnen auch verbieten, uns anzurufen und als Taxi-Service zu benutzen. Ich fühle mich hiervon belästigt von ihr und möchte einen Strafantrag stellen. Oh, es tut mir leid. Leider gibt es dieses Gesetz nicht. Das tut mir aber leid. Belästigung gibt es. No, wollen Sie jetzt die Amtsbrauch leider nicht. Und mir meine Anzeige verwehren? Ach, kommen Sie mir jetzt auch mit Amtsverbrauch, so, Amtsmissbrauch, ja, so wie den Herr Coleman. Jetzt auch eine Anzeige von mir. Na, dann bitte, dann machen Sie das. Wir müssen die ja nicht akzeptieren. Oh je, macht ihr bei mir die Arbeit? Alter, ist das. Ich raste gleich aus, ne? Ey, das ist so ein dreckiger Misttyp, ne? So, jetzt haben wir nochmal eine Anzeige auf. Ja, Moment, lass mich so schnell die Person erkennen. Ja. Bei dem Fahrzeug, ich muss halt bei der Frontscheibe so. Jetzt habe ich den Grund vergessen, warum ich es anzeigen will. Was, bei dem hier? Hey, Quatsch. Ja. Gehst du, wieso Heckscheibe? Nee, die Frontscheibe. Hier ist alles kaputt an dem Auto. Also. Ich sehe nur, dass die Scheibe vorne. Vorne, so. Seite Scheibe raus, Motor qualmt. Ach, hier vorne, die fehlt auch, ja. Ja. Da ist auch irgendwas, Genau. Ach, deshalb also meine Fresse. Genau. Ein bisschen Trinkgeld fürs Bini, weißt du. Ey, das ist das. Da vergeht dir richtig die Lust aufs Spielen, ne, wenn du so eintriffst. Vor allem hat er sich so eingeschossen auf mich und den Coleman jetzt, ne? Amtsmissbrauch. Ja, mit dem Scheiß kommt er ja den Herr Coleman dann auch. Ich weiß es nicht. Unangenehm, der ist immer unangenehm, immer, wenn du nicht so bist. Ja, ich habe mich hiervon sehr belästigt gefühlt, möchte auch Schadensersatz haben. Schadensersatz? Sehr gekränkt, gerade viele meiner Ehre. Okay. Oh. Dann möchte ich definitiv eine Anzeige wegen Belästigung. Sie ist mir so nah gekommen, und das kann ich nicht ab. Also da fühle ich mich besonders unwohl. Das geht nicht. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Ich habe mich da auch sexuell belästigt gefühlt. Was? Schreiben. Ja. Das muss ein Ende haben. Wie bitte? Das muss ein Ende haben. Das Sie können doch nicht über... So nach Street. Ich will Ihrer Hilfe helfen. Sie mir. Sexuelle Belästigung. Dieser Mann ist so unattraktiv, den würde ich nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Du musst das aufnehmen, aber ob es durchgeht... Das oh, ja, bitte nimm das auf, aber ich muss ein Stück weiter weg. Ich kann mir das nicht anhören. Sexuelle Belästigung? Boah, bitte bringt ihn irgendjemand um in Game, bitte. Ey, dieser Typ, ne? Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich kann ihn nicht mehr hören. Oh, Alter. Das macht so keinen Bock, ey. Mit dem Typen auf dem Server. Wie kann man denn so behindert sein?
Vor allem Beleidigung für was, dass ich ihn unattraktiv finde? Entschuldigung, das ist meine Meinung. Boah, das ist so ein... Ich habe 1000 Wörter im Kopf, ne? Ich kann ihn auch OOC bald nicht mehr ab, ne? Das ist so ein zweischneidiges Schwert, dieser Mensch. Das ist so ekelhaft einfach. Ich kann mit so einem Charakter gar nicht umgehen. Wusa. Schadensersatz. Schon klar, dass das nicht durchgehen wird, ne? Das wird nicht durchgehen. Dadurch, dass wir die Unikative sind, wird die Anzeige einfach fallen gelassen. Wegen Rache am PD. Fertig. Das Ding, das stecke ich so weg, da soll er aufschreiben, was auch immer er will. Das wird weggesteckt wie sonst was. Ja. Ja. Ich stehe jetzt einfach hier, damit ich den nicht höre. Der macht mich so aggressiv gerade. Ich werde grundaggressiv davon. Ich weiß auch nicht, was er auf einmal hat, dass er so ein Arsch ist, ne? Zu mir so auf einmal. Weil ich gesagt habe, also ich kann mir vorstellen, weil ich gesagt habe, ich werde alles dafür tun, dass der Herr Kome nicht seines Amtes heraushebeln wird. Das wird einfach nicht passieren. Dafür werde ich mich einsetzen. Komme, was da wolle, aber... Der, ja, das ist echt so. Der ist so schlimm. Ich hoffe einfach, dass dem Ingame wird ihm die Nase gebrochen, die Beine. Ist mir völlig egal, was mit dem passiert. Der muss einfach mal so richtig auf die Nase bekommen, ey. Ey, ich weiß auch nicht. Das kann man doch nicht durchs Leben gehen. Pisswasser. Ob das schmeckt? Deine Vertrauensperson, wenn man sie braucht. Ja, fahr mit dem ein paar Rundchen spazieren. Ich in Street gucken weg, ey. Ich würde aber auch sagen, dass wir fahren, weil wir müssen jetzt nicht auf die Werkstatt warten, würde ich sagen. Herr Street, kommen Sie bitte einmal zu mir. Ja. Ja, wenn sie die Aufzeige angenommen haben, die wir eh fallen lassen werden, dann würde ich sagen, dann setzen wir uns ins Autofahren weg, weil wir haben die Werkstatt gerufen. Wann die kommen, ist ja denen überlassen, aber wir müssen hier nicht länger bleiben. Ah, sonst habe ich hier übel viel Papierkram wegen dem... Ja, sie wissen eh, dass das fallen gelassen wird, was nur Rache am PD ist. Ja, deswegen schreibe ich es jetzt auch nicht so krass ausführlich. Ja. Aber schreiben sich die Punkte auf, sagen sie Danke zu dem Herrn, steigen sie mit mir in den Wagen ein, wir fahren weiter. Auf die Werkstatt kann er alleine warten. Dann. Der braucht keine Bespaßung. Ja, ich lasse dich jetzt allein mit dem Waffen. Was dann passiert, ist mir relativ. Ja. Ja. Und dann nochmal noch eine separate Anzeige gegen Unbekannt wegen der Sachbeschädigung an meinem Fahrzeug. Die auch nochmal schreibst. Ist auch ein Grund, warum ich nicht hergebe. Also, da bräuchte ich auf jeden Fall. Ja, das ist ja ein bisschen Papierkram, aber da kann ich ja nichts für. Ich hab Hunger. Ich erst recht schaffe, in Game. Bürger in dieser Stadt. Das war ich nicht. Anzeige gegen Unbekannt. Ja. Er will eine Anzeige wegen Unbekannt wegen seinem kaputten Auto machen. Er sagt, irgendjemand anders hat das kaputt gemacht. Bezweifle ich, weil ein Unbekannter wird das ja nicht hierher gefahren haben. Wollen Sie mir sagen, dass ich ein Lügner bin? Das ist wieder wilde Theorie, da möchte ich jetzt auch wieder eine Anzeige erstatten. Herr Sweet, kommen Sie bitte, wir müssen weiter, wir haben Einsätze. Der Mann macht hier gerade eine Anzeige, ja. Sagen Sie bitte nicht meinen Angestellten, wie Sie zu arbeiten haben. Vielen Dank. Kommen Sie, Herr Street. Das Amtsmissbrauch, was Sie machen. Sie werden entlassen aus dem Amt. Ich sorg dafür. Okay, viel Spaß, Herr Red. Dafür. Einen schönen Tag noch. Ich sorg dafür. Auf Wiederhören. Ich sorg dafür. Tschüss. Ja, machen Sie das. Entsorgen Sie bitte auch Ihr Pipi. Danke. Können wir die Anzeige bitte gleich hier löschen? Ja. Einfach. Wünsche dir demnächst deine Bitch.
Ihr wolltet, dass ich drei Anzeigen... Ich weiß, ich hab's mitbekommen, deswegen habe ich dich zu mir gerufen. Ich dachte, MPD ist ja nervig. Aber außer ist ja noch schlimm. Haben Sie zufällig gerade noch was zu essen dabei? Sonst müssten wir mal irgendwie ganz kurz, dadurch, dass unsere Sandwiches ja am PD geklaut worden sind, da müsste ich mal irgendwie was zu essen kaufen. Oh, okay, oder so. Danke. Ah, sehr gut. Ich muss eh zur Werkstatt, da können wir auf dem Weg zum Laden. Und irgendwie ist meine Scheibe jetzt kaputt. Anzeige ging unbekannt, ey. Mhm. Das bezweifle ich aber sehr stark. Ich sag dir, der wird mich und den Coleman jetzt so in die Mangel nehmen, wie es ihm nur passt, ne? Der wird so schnell die Leute nerven, dass sie ihm gar nicht mehr zuhören irgendwann. Ja. Aber wo ist mein Auto? Hey, Mann, wo ist mein Auto? Ja, jetzt mal wirklich. Es war hundertprozentig abgeschlossen. Und ich finde es einfach nicht mehr. Es stand auf jeden Fall vorm PD. Dieser Mensch, ne? Ich muss so viel meditieren, damit ich ruhig bleibe. Sexuelle Belästigung, ey. Das ist nicht mal eine Beleidigung, wenn ich sage, er ist unattraktiv. Das ist die Wahrheit. Damit muss er nun leider umgehen können. Den kannst du mir nackig auf den Bauch binden. Da wird nichts passieren, ey. Oh, jetzt muss ich die Scheiße gleich noch zu Ende schreiben, sonst kann ich ihn abschließen. Sexuelle Belästigung, das habe ich ja noch nie gehört. Alkoholikerin, was versucht er mich denn hier, was versucht er denn hier zu machen? Mit meinem Namen. Eigentlich müssen sie immer direkt den Paragraphen dabei haben, ne? Das Paragraphenbuch, wenn der in der Nähe ist. Ja. Um den einen Ding nach den anderen direkt an den Kopf zu zimmern. Hier Paragraph sowieso und dieses und jenes. Gott. Vor allem wissen sie noch, erst kackt er sie so total an und so, weil er ja dann in seinem komischen... ja, ich darf mit Sturmmaske und so rumlaufen und er ist ja viel cooler als sie und auf einmal ist er mal wieder total nett zu ihnen und tut so, als wenn nie was gewesen wäre. Mhm. Der ist so ein zweischneidiges Schwert, dieser Mensch, ey, ohne Witz. Ja. Hat den die Frau Völkes ja schon gesagt? Ja, ich weiß. Ja, dein Herrn Coleman, noch das ganze PD. Das erinnert mich an die Geschichte von Jung und dem Wolf, der Junge schrie so lange bis zu... Ja, ist so. Genau so, Piloti Bär. Genau so denke ich mir das nämlich auch. Was ist grün? Oh, das ist noch gelb. Das schaffe ich noch. Na, das war jetzt aber... ne? Ich habe auf die linke Ampel die ganze Zeit geschaut. Und der G schreibt. Oh. Ja. Der Typ macht mich fertig, ey. Ich finde ihn so nett und nehme seine Anzeige auf und dann kommt er... Ich will noch das anzeigen und ich will eine separate Anzeige für das und ich will das anzeigen. Sag mal kurz Berechtigung, warte mal. Zugriffsanfrage bitte. Dankeschön. So, müsste drunter sein, die Zugriffsanfrage. Ja, machen Sie gleich in Ruhe fertig, wenn wir in der Werkstatt sind. Ich glaube, der Chief hat sich schon drum gekümmert. Echt? Oder? Nee, ich mach das. Alles gut, ich mach das. So, doch gleich das Ganze, ja. Das ist halt, weißt du, wenn es sich nicht um ihn dreht, dann musst du ja alles machen, dass sich das dann um ihn dreht. Das ist immer dasselbe. Und läuft was nicht so, wie er will, oder er vergisst irgendeinen Paragraphen oder sonst irgendwas. Und du kommst ihn dann mit diesem Paragraphen, ist er so gekränkt an seiner Ehre, dass er dann richtig aushört. Und ich weiß nicht, was er gerade für ein Problem hat, aber der ist mich richtig am Abnerven gerade. Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Na, vor allem, er gibt dir und mir gegenüber zu, dass er gerade um die Ecke pinkeln war, sogar noch vor dem Herr Bolton. Und dann sagt er, ja, nee, ich war auf Toilette, ich war da drüben im PD, aber zeigt die ganze Zeit in die andere Richtung und sagt, ich war da pinkeln, weißt du? Herr Kass ist im Dienst. Mhm. Sehr gut. Nur sein Foto ist, glaube ich, ein bisschen fehlerhaft. Ja. Außer er ist jetzt regenbogenfarbig. Vielleicht steht er jetzt einfach öffentlich dazu. Ich meine... Auch nichts Schlimmes an sich.
Nö. Ja. Der Abschlepper steht immer noch hier. Ja, die fahren auch nicht. Die sollen ihn ruhig da stehen lassen, ey. Dann kann er wenigstens kann... Ja, aber der Herr Boll, tut mir leid, man erwartet halt die. Ja, das ist halt das, was mir... Dem, ja. Check. Check. Hallo. Hallo. Wir haben nichts gemacht. Hallo, Frau Luger. Hallo, Herr Radul. Und wie geht es der Dienst so? Hallo, Herr Beuthen. Der Dienst. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich bin höchstgradig angepisst. Warum bist du höchstgradig angepisst? Hilfe oder wenn Sie jemanden brauchen zum Reden, ich glaube, PD ist offen. Muss jemand erschossen werden? Ich bin auch offen. Ja, Frau Martinez, aber ich habe es nicht in meinem Dienstklamotten gesagt. Ja. Weiß ich, also, ich kann da so gerne ein paar Dinge für dich. Für Sie geil. Je nachdem, welche Person das sich handelt. Ach, Herr Red, bitteschön. Oh, okay. Okay, du? Und du? Du Herr Red steht. Ey, ach, der. Jetzt darf Herr Street. Ich weiß gar nicht, wie viele Anzeigen gegen mich aufnehmen. Er sagt, Herr Red, zu mir, ich würde ihn sexuell belästigen. Ich dachte, mein Bist Schwein pfeift. Ja, dann habe ich gesagt. Warte. So dann habe ich zu ihm gesagt, Sie sind unattraktiv, ich würde Sie nicht mehr mit einer Kneifzange anfangen. Sagt er, Herr Street, ich möchte gleich eine Anzeige wegen Beleidigung. Alter, du. Ey, das, ich möchte nicht mehr mit dieser Frau reden. Belästigung. Ich hätte ihn gerade echt eine geklatscht fast, ne? Ich muss mal unterbrechen, Martinez. Ja. Ich bin so wütend. Der wird jetzt gleich auftauchen. Der kann nicht auftauchen, der muss abgeschleppt werden. Der kann ja. Der kann nicht. Anscheinend ist seine Karre wieder ganz, hat er mir eben gesagt. Unser Büro verfahren. Dann können Sie mir weitererzählen, was passiert ist. Ich meine, ich werde hier nicht draußen stehen bleiben. Er kann nicht herfahren, weil sein... Ich weiß es nicht. Sein Wagen ist dermaßen demoliert und am Rauchen, der kann hier gar nicht herfahren. Ja, der hat gerade eben zu dem Uwe Bolken gesagt, der kann nicht von dem Marker runterfahren, weil sein Auto so kaputt ist, dass er es nicht von dem Marker runterschafft. Ja, deswegen hat der Herr Bolken jetzt einen Verdienstausfall, weil er die ganze Zeit nicht mit seinem LKW da ran kann. Also wenn er jetzt hierher fährt... Also nicht du, aber Red. Ey, ich raste wirklich bald aus, ne? Frau Martinez, ich würde Sie dann jetzt eben gerne einmal in Sicherheit bringen. Prise mich bitte auch direkt in Sicherheit. Komm mit. Ich hab deinen Koffer. Mitkommen. Komm mit, ich da. Das kann ich mir nämlich nicht mehr antun. Alles gut. Frau Martinez, dürfen wir oben in das Büro des Ja, wir dürfen ins Büro. Leech erlaubt es. Okay. Oh! Leech, darf ich Moment. Die beiden mit hochnehmen? Ich muss vorher jemand begrüßen. Oha! Chef. Hallo! Na? Was passiert denn hier, Schickes? Schau mal. Ja, ich wollte eine neue Farbe. Hat jetzt ziemlich lange gedauert. Oh, wenn du meinen sehen würdest, ne? Du verliebst dich direkt in den, der ist so Overkill. Ich muss mich aber verstecken, sonst raste ich gleich aus und bringe jemand mit meiner Dienstwaffe um. Kann sie auch mir geben, mach doch. Ja. Genau das selbe habe ich gerade zu mir. Ehrlich? Ja. Ich hab... Ah, Frau Martinez, Sie müssen sich mal vorstellen, der möchte Herr Kohmann seines Amtes erheben und er möchte mich wegen Amtsmissbrauch ebenfalls anzeigen. Das ist so Kotzen. Wie denn? Mit was denn? Mit welchen Rechten? Ja, sexuelle Belästigung. Er sagt, ich bin Alkoholikerin. Er sagt bei mir, weil er hat in die Ecke gepisst. Ich habe gesagt, hier, ne, Öffentlichkeit und so, mal Bußgeld, $300. Dann hat er gesagt, ja, ich kann, das sieht bestimmt besser aus als bei Ihnen zu Hause. Und so weiter und so fort. Dann sage ich, Sie erlauben sich also mir, sich anzumaßen, bei mir zu Hause aussieht. Ja, Motorhaube und Fahrrad. Ach, ich dachte, oh, wow. Die ganze, der geht richtig ab auf mich. Ja, nee, ganz ehrlich, das ist einfach brandish. Was? Was? Ich wurde gerufen. Ich weiß es nicht, nee. Ich dachte, wir haben einen hellen Tag hier drauf. Was? Ich höre so viele Stimmen, Herr Ratul, was? Ist das Auto nicht von ihm? Ich glaube, ich sehe den. Ja. Ja. Gestern Abend. Amtsmissbrauch von mir und Herr Krohmann. Ich könnte hier so einen reinschippern, ne, den Typen. Und der möchte Krohmann, der tut nur das Beste, was er kann. Ich habe hab zu dem Herrn Red gesagt, ich werde alles dafür tun, dass Herr Kurmer nicht seines Amtes erheben werden. Und seitdem ich das zu ihm gesagt habe, geht er richtig auf mich ab. Schreibt mir SMS mit Sternchen, Kontakt blockiert, Sternchen. Und ruft dann bei der Leitstelle an, ne, die ganze Zeit. Und sagt dann, ja, mein Auto ist so kaputt, ich kann nicht mehr fahren, ich erreiche die Werkstatt nicht, Sie müssen, habe ich ihm gesagt. Ja, dann hat er gesagt, ja, aber ich erreiche die Werkstatt nicht, ich musste sie anrufen. Ja, aber trotzdem ist es Notruf. Ich weiß, ich habe zum Streak gesagt, er sollte
direkt Notrufmissbrauch mit aufschreiben und so, ne? Perfekt. Und dann wollte er halt, das, dann hat er gesagt, hier geben Sie hier $50, damit sich die Frau Luger mal eine... Ja, bin ich. Okay. Dann sagt er, hier $50 Trinkgeld, damit Frau Luger sich eine Zahnbürste kaufen kann. Ey, ich könnte so ausflippen, ohne Witz, der ist so respektlos. Der ist so respektlos, ich musste weggehen, ne? Dann bin ich so zu ihm hingegangen. Dann sagt er, Belästigung, sexuelle Belästigung. Ich mag das nicht, wenn Leute mir so nahe kommen. Aber er hat nie gesagt, dass ich nicht so nah rangehen darf. Also von daher. Das Beste ist, ich habe ja Kontaktverbot erwirkt. Dieses Kontaktverbot ist leider kein Gesetz, was dieses Kontaktverbot zulässt. Es zieht bitte direkt eine Strafe, dass er mit dem kaputten Auto gefahren ist, ja? Er hat versucht, erstmal zu verleugnen. Also das Auto ist nicht mehr kaputt. Ich habe selber reingeschaut, die Motorkontrollleuchte ist wieder ganz. Es geht nicht. Es gibt im Gesetz keine Möglichkeit, ein Kontaktverbot zu erteilen. Coleman, so lieb wie er ist, hat dann halt gleich gemeint: Hier, okay, dann ich als ihr Chef sage Ihnen, ja, dürfen Sie sich der Frau Martinez nicht nähern. Ich weiß, in der Kammer mit Amtsmissbrauch, ich weiß. Genau, und dann ging es weiter. Er hat gekündigt und hat dann einfach, also ich habe mit Street telefoniert, nachdem er gekündigt hat. Er hat mir das direkt gesagt. Und dann hat er mir, hat er anscheinend Street gesagt, ah ja, dann ist das Kontaktverbot ja wohl jetzt aufgehoben. Und seitdem bin ich die ganze Zeit in, mit Begleitung unterwegs, mit den Herrn Rathur und was nicht auch, weil ich nicht mehr alleine rumlaufen will, beziehungsweise er... Ich musste mehrmals meditieren, um mein Spaghetti-Lied singen, damit ich wieder runterkomme, ja? Oh je, das ist Spaghetti-Lied. Ich bin so sauer, ne? Und der, ich weiß, dass der mich versuchen will zu triggern. Haben Sie mal bei Twitter gesehen, was der da anders postet? Ich hab nur Alkoholiker gelesen, ich denke so, ich trinke mehr als Sie. Ich bin in 3 Wochen 2-mal was trinken gewesen. Das ist auf jeden Fall bin ich Alkoholikerin anscheinend. Das ist Verleugnung. Da habe ich auch gesagt, das ist Rufmord, habe ich auch gesagt, direkt Bußgeld mit drauf. Also, ich kann dir sagen, wie der Scheißwagen kaputt ist, warum er nicht mehr kaputt ist. Er hat ihn eingepackt und wieder rausgeholt. Ich zeig's dir einfach mal. Ich bin so sauer, ne? Ich weiß, seitdem dieser Mensch jetzt nicht mehr im PD ist, er hat ja selbstständig gekündigt, weiß ich nicht, was er eigentlich will. Ohne Witz. Dann soll er doch einfach sein. Ja, ich weiß. Ich finde, dass jemand ihm mal ins Bein pissen sollte, und zwar wörtlich. Den Kopf reinwaschen. Oder den Kopf in Pipi stoßen. Ist mir wurscht. Ich bin so sauer. Ist der weg jetzt so? Das hat er nämlich vorhin schon gemacht mit seiner kaputten Scheibe. Da hat er auch im Motel eingepackt und wieder ausgepackt, dann nach dem Hausmeister. Als er mich angegangen ist und mir gesagt hat, wenigstens ist er ein Markenmesser und keine Ahnung, was für ein Scheiß der mir da in den Kopf gelabert hat. Ist er weg? Ja. Er ist weg. Na, sehr gut. Vielen Dank. Entzündung 80, Felgen, Auspufflackierung, Creme weiß. Sexuelle Belästigung. Bei so einem Hässlon, ey, weißt du? Genau. Aber der ist doch jetzt Anwalt, da können Sie den doch. Er ist freier Anwalt, er hat keine Lizenz, Anwalt zu sein. Ehrlich? Ja. Nein, du brauchst eine Lizenz. Er hat keine Lizenz, also er kann nichts machen. Deswegen ist mir das wurscht. Was lustig ist, mein Bruder könnte ihn trotzdem zerreißen, wenn er wollte. Sehr gut. Dann jo, bin schon unterwegs. Mit seinem Anwaltskram, wenn er irgendeinen Fehler macht. Wird wieder der Herr Red sein, der ihn sagt, dass er als Rechtsanwalt zum zweiten Mal sich heute warm schießen muss. Dieses Mal bitte darauf hinweisen, dass das nicht geht. Sehr gut. Mein Auto wird gerade nicht mehr starten. Ja. Was ist los? Red. Halt sich mal wieder gut an. Ja. Was passiert? Er möchte, Herr Coleman, des Amtes erheben und mich auch aufgrund von Amtsmissbrauch. Und kommt mir gerade mit, dass ich ihn sexuell belästigt hätte und so. Er hat gesagt, ich würde ihn sexuell belästigen. Er hat gesagt, ich würde ihn sexuell belästigen. Er hat gesagt, bei mir zu Hause sieht es so aus wie in die Ecke, wo er hingepisst hat. Ich könnte richtig ausflippen. Ich kaufe dem sein Haus ab. Und dann kann er auf der Straße leben. Luca, er hat noch nicht mal zu Hause. Denk dran, bitte. Und außerdem, ich darf jetzt ein Basie rumtreiben, ne? Nur wie der benutzt wird, weiß keiner. Ich möchte nicht, wenn ihr ihm was tut, dann habe ich nichts gesehen und nichts gehört. Jetzt ist erstmal dein Cupcake und schau mal, was ich habe. Bring ich das schriftlich? Natürlich nicht. Das gibt's nicht. So ein Ekländer. Schau mal, was ich vorhin rausgefunden habe. Oder setz dich mal drüben rein, komm. Darf sogar mit Uniform. Ich bin aber im Dienst, ja. Ich will nur ganz ehrlich, denken Sie dran, er hat noch nicht meine Wohnung, also. Ja, ich weiß. Ich will dir nur was zeigen. Steck mal ein. Okay. Jetzt zeig mir dein Dach. Was?
Ne, mach. Hat der AC dir das erzählt, oder? Nein, aber das ist das Auto, von was ich dir erzählt habe. Ja. Das ist doch genau das Auto, von dem ich dir erzählt habe. Und du wolltest mir nicht glauben. Das habe ich vorhin herausgefunden. Ja, du wolltest mir ja nicht glauben. Vorhin erst rausgefunden, aber guck, wie scheiße das aussieht. Ja. Ich würde es verstehen. So spricht man mit einer Frau. Ja? Oh, Herr Reinsch ist da. Ich brauche gute Laune. Und du darfst wieder aufsteigen. Danke. Schick, schick. Hallo, Herr Reinsch. Ja, hallo, Frau Luger. Na, hallo. Herr Reinsch. Wie geht's Ihnen? Können Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Haben Sie noch Ihre Taschenlampe, Herr Reinsch? Genau das wollte ich auch fragen. Nein, die hatte der Herr Coolman mir abgenommen, nicht ich. Coolman. Oh. Warte mal kurz. Hätte ich den Red noch ein paar Mal totgeschlagen, nicht ich. Warte, ja. Hier bitte sehr. Oh, Herr Reinsch, ich stehe da ja hinter Ihnen, aber sagen Sie das bitte nicht vor mir. Das habe ich doch. Was habe ich gesagt? Dass Sie den gern totschlagen möchten. Was? Das würde ich niemals sagen. Ach, dann habe ich mich wohl verhört. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich wollte noch deine Handynummer. Meine Handynummer? Nein, habe ich. 838. Oh, Herr Rathul. Wo ist Street? Ah, da hinten. Hier 903. Also 838. Das hat er vorhin schon gemacht mit dem Auto. Also der macht mehr Meter, als ihr es wahrscheinlich wahrhaben wollt, wenn ihr mal ganz genau hinguckt. Aber ich prangere das einfach gar nicht an. Es ist mir wurscht. Ist der Dienst jetzt angenehmer geworden? Ja. Nee. Wissen Sie warum? Weil er sich jetzt alles erlaubt, seitdem er nicht mehr da ist. Der sagt, ich würde ihn sexuell belästigen, Herr Reinsch. Da würde ich Sie eher sexuell belästigen. Das können Sie mir glauben. Ich hatte auch gerade gemeint, er würde verstehen, wenn ich ihn fremdgehe mit ihm. Suchen Sie sich was aus. Ich hab eine Aufgabe für dich. Ja, was denn? Guck mal. Okay. Da vorne ist ein grüner Mann. Der hat zwar eine Mütze auf, aber lass dich nicht täuschen. Ist der sauer? Der läuft hier. Nee, noch nicht, aber der läuft hier komisch rum. Ja, schau. Schau unter seine Mütze. Sicher, dass der grün ist? Oh ja. Schau einfach unter seine Mütze, sieh so. Hallo, junger Mann. Soll ich ihn festhalten? Ich versuche gerade, ich will nicht auf ihn schießen. Soll ich dir helfen? Ich hab ein Baby. Da, jetzt hat er Angst. Dieser. Ja, ja. Tu mal so. Raus mit dir! Geh raus hier! Du weißt nie, was die dabei haben. Verschwinde! Kannst du bitte hier rausgehen? Du bist nicht erwünscht. Los! Wenn ich den schlage, ja, ne, dann... Du machst ihn Angst. Soll ich ihn schlagen? Warte mal, ich probiere mal kurz was. Gott, oh Gott, der Arme. Steh auf und geh raus! Los, hör auf zu weinen und verschwinde. Sonst muss ich leider schießen. Soll ich dir helfen? Er fleht mich so an. Nee, ich glaube, wir können ihn in Ruhe lassen. Ich glaube, der macht nichts. Na gut, dann halt nicht. Ich glaube, der macht nichts. Wollte ich mal in Action sehen. Ja, solange der nichts macht, da schieße ich den halt nicht. Na gut. Vielleicht kommt er und springt in den Rücken oder so. Okay, schauen wir mal. Mal im Auge behalten. Und was machst du jetzt hier so? Eigentlich war ich auf der Street, weil mit dem bin ich auch gekommen. Müssen halt hier das Auto. Ach, dann ist es ja. Herr Leach. Sie haben jemanden mit grünen Haaren vorne im Raum, aber der sitzt auf dem Boden und weint. Ich habe ihm erstmal nichts getan. Okay, ja, wenn er weint, dann ist das in Ordnung. Ja, nur dass die Bescheid wissen, ne? Einmal ganz kurz zur Meldung. Herr Reds besteht auf seinem Recht, dort schießen zu dürfen. Ich habe ihn darum gebeten, dass er zukünftig halt sich meldet. Sieht er aber absolut nicht. Habe ich ihm schon gesagt, er hat sich nicht dran gehalten. Habe ich ihm vorhin schon mal gesagt, ich habe ihn vorhin schon mal rausgeholt und er meinte zu mir, als Rechtsanwalt muss er sich warm schießen. Was zum Teufel? Ja. Als Anwalt? Ja. Deswegen. Ja. Ich komme mal mit dem Herr Street vorbei. Das passt mir gerade ganz gut, weil ich ganz kurz ihn nicht gehen muss. Okay, wir sind noch in der Werkstatt und kommen danach dann. Jawohl, ich stehe noch am Ammunition, aber bin kurz endlich einmal. So, verstanden. Ende. Ja, Herr Street, freuen Sie sich schon? Ja, sag natürlich. Mal. Jedes Mal, wenn es einen Einsatz mit Dread gibt, freue ich mich. Was? Was zum Teufel? Was? Was?
Was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch nichts gemacht. Was ist passiert? Hilfe? Was geht hier gerade ab? Ich glaube, das ist meine Schuld. Na, schönen Dank auch. Fahr mit dem Wagen raus. Das ist alles deine Schuld. Was? 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 Nein, bei mir ist sie zu. Du kannst fahren. Bei mir ist sie. Jetzt geht sie auf. Dann steigen sie ein, Robby. Dann steig ein rein. Los. Okay. Robby, steig ein. So. Sollen wir da. Sollen wir da normal hinfahren oder schnell? Fahr mit Q3, dann kannst du über der Ampel fahren. Sonst sind wir da morgen noch nicht da mit dir. Okay. Also pass auf, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich ihm sage, er soll sich bitte vorher bei uns melden, damit wir ihn da auch in Ruhe lassen und er seine Schießübung machen kann. Er verweigert das nun bei Herr Kess. Ich werde nicht mit ihm reden können. Er wird direkt mit den nächsten Anzeigen um die Ecke kommen. Was soll ich ihm sagen? Er hat halt tatsächlich das Recht zu schießen. Vor allem auf der Schießbahn halt. Ja, aber er stört damit unsere Funkanlage. Mit seinem Rumgeschieße hier. Ja, aber wir können es ja mit eigentlich nicht verbieten. Versuch du es mal nicht. Ich hab's vorhin. Ich hab's. Ich hab vorhin zu ihm gesagt. Ich hab eigentlich mich mit ihm geeinigt, dass er sich meldet, sobald er das macht, damit wir Bescheid wissen. Da hat er noch gesagt, ist okay. Und bei Kess ist jetzt wieder nicht mehr okay. Und jetzt macht er es einfach. Und als Anwalt muss er sich nicht warm schießen. Was ist denn Herr Kess? Ah, hey. Der Anwalt muss ein gefährlicher Job sein. Ganz gut, gerade. Ich geh zur Seite, wie ich nachmache. Jo, was kannst du dich tun? Du kannst ja anrufen, wenn du schießt. Muss ich nicht. Ja, ich mag das recht. Ich sag aber nicht, dass du musst, ich frag, kannst du. Ungern. Weil dann fühle ich mich in meiner Freiheit eingeklemmt. Du musst doch nur einmal kurz anrufen und sagen, hey, ich geh schießen. Ja, oh. Das ist doch, wir sind ja kein Polizeistaat. Das ist einfach nur nett gemein. Ja, ist gut. Es gibt ja, wie gesagt, das Persönlichkeitsrecht. Sweet. Die Verfassung von Los Santos, die kriegt ihr nicht runter. Vor allem du nicht, Digga. Die Verfassung kriegst du nicht. Kriegst du nicht.